Also, meine Lieben, einmal bitte den dreifachen RV als Zeichen der maximalen Respektsbekundung in den Chat für den guten Christian Pandayo. Da ist er doch. Ein wunderschön. Hi, sei gegrüßt. In was für einem abgespaceden Raum sitzt du denn da? Ich habe so eine Wand hier hinter, damit das Zimmer unordentlich sein kann und ich einfach meine Wand aufbauen kann. Clever, clever. Sehr, sehr schön. Ja. Wie geht's dir denn? Geht's dir gut? Ja, soweit, so gut. Ich kann nicht klagen. Nice. Verpasse jetzt Bundesliga, ja. Aber dafür sind wir zusammen. Ist auch nicht schlecht. Ey, ohne Spaß. Erstens ist das auch nicht schlecht, das stimmt schon. Und ich habe es zu spät gesehen. Ich habe beim Zeitplan habe ich gedacht, okay, wenn da keine Champions League ist, ist ja alles gut. Ich wusste einfach nicht, dass jetzt eine englische Woche da noch reingestreuselt wird, ey. Ja, absolut kein Problem. Ja, ey, deswegen danke dir auf jeden Fall vielmals für die Zeit. Wo bist du denn eigentlich gerade? Wo wohnst du? Ich bin in Münster, nach wie vor. Okay. Wieder zurück in der Heimat quasi. Ja, das stimmt. Du bist ja bist du gebürtiger Münsteraner, oder was? Ja, richtig. Sagt man Münsteraner oder sagt man Münsterer? Nee, Münsteraner. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich war einmal in Münster, weil ich Comedy machen. Weiß noch, dass es auf jeden Fall eine Studentenstadt ist. Mit einer richtig schönen, schnuckligen Altstadt. Und und viele Fahrräder. Das sind so die Eckpunkte von Münster, wa? Ja, das stimmt, ja. Also viel mehr kann man da nicht hinzufügen. Wir werden immer größer, was natürlich auch an den Studenten liegt, aber mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 320.000 Einwohner angekommen. Also ganz so klein sind wir auch nicht mehr. Ja, ich bin ja gebürtiger Düsseldorfer. Ich glaube, wir haben, müsste ich jetzt auch lügen, Alter. Scheiße, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, so 700.000 oder was. Eieiei. Korrigiert mich mal auf jeden Fall im Chat, wie viele Einwohner hat Düsseldorf, weil wir sind auf jeden Fall größer als Münster, aber 1 Million haben wir nicht. Ich glaube, so 700.000 oder irgendwie sowas haben wir da, glaube ich, am Start. Leute fragen mich ja immer wieder hier, wo kommen die Gäste her, wie kommt der Kontakt zustande? Und diesmal habe ich dich einfach auf Insta angeschrieben und habe das Glück gehabt, dass du mich einfach von den Battles, also dieses Fußballding von damals, wusstest du nicht mehr, natürlich, war 2000, aber du kannst mich noch von den Battles, ne? Ja, genau. Ich glaube, Rapper Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und das hast du wirklich verfolgt, oder was, eine Zeit lang? Ja, ich war ja selber früher sehr musikbegeistert, hatte ja ein eigenes Tonstudio auch mit einem Kumpel zusammen. Hab ich gehört. Und dementsprechend, ja, habe ich viel deutschen Hip-Hop gehört und verfolgt, aber dann irgendwann kamen die Kinder dann dazu und mittlerweile mit drei Kindern, da hört man weniger Hip-Hop-Musik. Boah, du hast drei eigene Kinder, ach du liebe Güte, Alter. Ja. Glückwunsch, Glückwunsch. Ja, danke. Was für ein Alter? 2, 4 und 11. 2, 4 und 11. Hört sich nach einer stabilen, langfristigen Familienplanung an, auf jeden Fall. Ist dir denn noch jemand aus dem Gedächtnis geblieben von der Rapper-Mittwoch-Zeit, so, wenn du damals so gefeiert hast? Ich kann mich an viele Sachen erinnern. Ich erinnere mich noch an Pillar zum Beispiel, mit dem ich immer noch zu tun habe, der, glaube ich, auch mal da war. Du hast mit Pillar zu tun? Ja, hin und wieder. Wir kennen uns so aus Schalker-Zeiten. Er ist ja ein riesengroßer Schalke-Supporter. Krass! Und wir haben zum Beispiel, wann war denn das? Letztes Jahr, meine ich, diesen FIFA Backspin Cup zum Beispiel zusammengespielt mit so ein paar anderen Leuten aus der Musikszene. Und mit Nico auch, ne? Ja, genau. Ja. Ach, krass. Boah. Ey, ohne Spaß, dann bestell dir mal bitte ganz, ganz dicke Grüße vom Cynic. Ich bin maximaler Fan. Hab den auch schon mal auf Insta angeschrieben, aber der ist ja wirklich auch so ein bisschen kauzig veranlagt. Der liest voll wenig und hat auch voll viele Sachen auch einfach gar keinen Bock, ne? Er ist ein bisschen undercover unterwegs. Ja. Yeah. Aber dann kannst du dem von mir und meiner Community auf jeden Fall mal maximalen Respekt ausrichten. Und vielleicht kann der sich ja mal irgendwie bei Insta meine Nachricht anhören, weil den irgendwann mal im Stream zu haben, wäre halt so geil, weil der ist halt Battle-Rap-Urvater so. Der hat mit Snagger zusammen Styles geprägt, die waren einfach überkrass. So, der hat damals schon Punchlines gemacht, die heute noch krass sind. Deswegen bestell mal bitte auf jeden Fall schöne Grüße, ey. Das mache ich. Ich werde sie mal ausrichten. Ja. Mal gucken, also, ob er die Zeit hat. Also Pillard hast du gefeiert früher. Wen noch so? Das war ja so Feuerwehr-Deutschland-Zeiten. Ja, genau. Das war Feuerwehr-Deutschland. Boah, ehrlich gesagt, ich kann mich an so wenig von der Zeit erinnern. Also wenn du mich spontan fragst. Von Rapper Mittwoch. Aber konntest du mit meinem Namen was anfangen oder mit den Bildern? Das ist ein Samurai. Nee, sowohl als auch.
Ich habe in der Tat vor nicht allzu langer Zeit mit einem guten Kumpel, der auch wahnsinniger Hip-Hop-Fan ist, sogar noch über dich gesprochen und wir haben uns original noch bei YouTube irgendwas angeguckt. Also es ist echt ein paar Wochen, also es ist noch nicht lange her auf jeden Fall. Ja. Da haben wir nämlich erst zusammen Fußball geguckt und dann haben wir so über die Zeit von früher geredet und so komplett nochmal bei YouTube alles Mögliche durchgestreamt. Krass, und danach habe ich dich angeschrieben. Ja, das war, also wie gesagt, es ist schon ein paar Wochen her, aber ja, vielleicht ist das so eine Energie, ne? Also Krass, für die ey, das Leute, ist die dran wirklich, glauben, ne? ja, ohne Spaß, wenn Leute dann glauben. Ich glaube da gar nicht dran, aber jetzt habe ich mir gerade so gedacht, fuck, Alter, das ist schon ein krasser Zufall auf jeden Fall. Aber wo Also du, ist echt ja? verrückt, weil ich habe original, wo du mir geschrieben hast, habe ich meinem Kumpel noch einen Screenshot geschickt und habe gesagt, ey, guck mal, wir haben uns letztes Mal noch die Videos angeschaut. Also es war echt verrückt, wirklich. Also auch wenn ein paar Wochen dazwischen lag, war jetzt nicht gestern oder vorgestern, aber Ja. ist echt verrückt Ja, gewesen, ja. das ist wirklich krass, ey. Hast du dir die Bilder angeguckt, die ich dir geschickt habe? Ich habe so Fotos gemacht von von so einem alten Habe ich Zeitungsartikel. gesehen. Habe ich gesehen, ja. War das so ein bisschen, also nicht Erinnerung an mich jetzt, aber Erinnerung an an das Osterturnier, weißt du das noch? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Also ich habe Nein! mir das Bild angeguckt. Ich habe noch meinen alten Mannschaftskameraden, den Volkan Kiray, erkannt natürlich. Ja. Aber also wenn du mich so fragst, wüsste ich noch nicht mal mehr, wo das war, wann das war. Also wann, ja, Krass. könnte ich eingrenzen, aber Ja. gar keine Erinnerung mehr dran. Weil das ist ja in Düsseldorf, beim BV04 gibt es ja dieses sagenumwobene Osterturnier. Und da waren Ja. halt, also wir waren, Fortuna Düsseldorf ist halt immer dabei, und BV halt auch. Und da ist halt, Mann, da war Benfica, Manchester, Ajax, ihr halt. Da war halt einfach, original in dem Turnier war Ajax einfach da mit Nigel de Jong, Van der Vaart, also die Generation einfach. Ryan Ja. Babel, also richtig krank. Ach, verrückt, Ja. dass du das alles noch so weißt. Also ich habe da echt wenig Erinnerungen dran, Soll muss ich ich sagen. dir sagen, woran das liegt? Weil diese Zeit hat mein Highlight dargestellt. Okay. Und bei dir kam ja, wie wir alle wissen, noch ein paar krassere Sachen dazu. Deswegen, ich glaube, man kann sich das immer so nach Wichtigkeit so ein bisschen merken. Ich habe mir das hier mal, dass die Leute das auch mal sehen. Ich habe mir das hier mal kurz die Seite ausgepackt. Ich weiß nicht, weil meine Mutter hat immer zu jedem Jahr so ein Album gemacht. Ah, Und ich verrückt, war. dass du so einen Ordner hast. So einen Ordner habe ich auch noch. Also irgendwo in den Weiten meiner Ey, Abstellkammer. von jeder Saison einfach. So ich Ja. glaube, von A2, von U17 bis, ich glaube, weiß ich nicht, vierte Jahr irgendwie bei den Senioren. Ich halte das mal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Also für die Leute, ich habe zwei Kameras, nicht wundern. Also das hier, der gerade schießt, ist der Sinic. Und der mit der Nummer 3 von Schalke ist einfach Christian Panda. Und das ist so ein Zeitungsfoto. Darunter steht auch noch Christian Panda, Samuel Sibilski. Und das müsste ja 2001 oder 2002 gewesen sein. Also, ja, richtig krass. Ich war jetzt auch damals so eine. Aber lass uns ein bisschen chronologisch machen. Wann wurdest du denn eigentlich angemeldet? Und warum? So angemeldet zum Fußball, meinst du? Ja. Ja, das hat eigentlich den Grund gehabt, da meine Mutter selbstständig war, viel arbeiten musste. Und so gefühlt, der Junge, der muss an die frische Luft, der muss Mannschaftssport machen. Ja. Stecken wir den mal in den Fußballverein. Und ich habe wirklich so freizeitmäßig echt viel Fußball gespielt. Aber auf Vereinsfußball hatte ich gar keinen Bock. Also mein erstes Training im Verein stand ich mit Händen in den Taschen auf dem Platz, hab geheult und wollte einfach kein Fußball spielen. Wie Also alt nicht warst du mit denn den da? ganzen. Ja, da müsste ich so 5 gewesen sein, 5 oder 6 gewesen sein. Ja. Weil ziemlich da drauf kam ein sehr prägendes Ereignis, nämlich die Weltmeisterschaft 1990, Ja. die ich dann so am Fernseher verfolgt habe, mit knapp 7 Jahren, glaube ich. Und das war für mich so dieser Wendepunkt. Jedes Spiel geguckt, irgendwie bis spät abends und irgendwie gefühlt Weltmeister geworden. Und dann war für mich klar, ich muss Fußball spielen, ich muss im Ja. Verein. Und habe dann echt auch wahnsinnig gerne im Verein gespielt. Aber wo hast du denn gezockt, bevor du im Verein warst? Wenn du sagst auf der Straße, war das so wirklich auf der Straße oder habt ihr da schon so Bolzplätze gehabt? Nee, wir hatten noch was ganz anderes. Wir hatten bei uns in der Siedlung so einen alten Bunker. Also wirklich, wie man sich so alte, weiß nicht, ob so ein Luftschutzbunker oder was auch immer, auf jeden Fall mit so 3,50 Meter dicken Wänden. Ja. Quasi wie so ein L angeordnet, die dicken Wände. Davor war so ein Riesenplatz und dann haben wir uns quasi mit so
keine Ahnung, Kreide, Tore an die Wand gemalt. Krass, Alter. Und ich habe wirklich auf, also das war Beton, Steinboden. Ich habe Ja. da gefühlt jeden Tag, also ich weiß nicht, wie viele Beschwerden meine Mutter von den Nachbarn hatte, weil wir wohnten quasi so eine Straße weiter, da konnte man das Geboller nicht mehr hören, aber dadurch, dass das wie so ein L war, war der Hall natürlich auch sehr krass. Ja. Und ich habe da wirklich jeden Tag einfach nur stumpf den Ball vor die Wand geschossen. Ja, und die Nachbarn haben sich beschwert, Egal. immer wieder. Ja, aber für mich war das mein Leben. Es lag leider Gottes auch auf dem Hin- und Rückweg zur Schule. Das Ja. heißt, Grundschule hast du schon geschwänzt oder was? Nein. geschwänzt nicht, aber ich bin halt nach der Schule dann nicht nach Hause gekommen. Aber meine Mutter wusste halt immer, wo ich zu finden war. Ey, Weil das ist. irgendwer war halt, also es war echt auch cool, weil irgendwer war immer da, ne? Irgendwer hatte immer einen Ball, manchmal lag sogar noch ein Ball einfach im Gebüsch daneben, Ja. wie so ein Geheimversteck, wo du wusstest, wenn du von unterwegs kommst, kannst du da anhalten und Fußball spielen. Ja. Für mich war das ein Traum, auch wenn die Gegebenheiten nicht mehr zeitgemäß sind in der Das ist heutigen egal. Zeit. Das ist vollkommen egal. Das ist richtig. Das ist, ich habe gerade so richtige Flashbacks. Auch ich habe nie im Bunker gespielt, aber ich weiß noch, also dieses. Mann, man hat einfach, es war nicht so, wo ist denn hier ein Platz, sondern egal was für eine freie Fläche, egal was für ein Untergrund, man konnte sich aus allem einen Platz machen. Pullover ausgezogen, Pfosten. Flasche hingestellt, Pfosten. War der Ball drin? Nee, war nicht drin. Doch, der müsste im Winkel gewesen sein, weil es gab ja keine richtigen Tore. Ja, ey, das ist krass und das ist auch. Das hört sich wahrscheinlich für junge Leute komplett surreal an, was du da erzählst. Vor Du, allem, ja. ich kann dir das sogar mit Beispielen unterlegen, da mein Sohn ja mit 11 Jahren auch in diesem Bolzplatzalter sein sollte. Er spielt auch Fußball, aber das, was wir früher gemacht haben, das kennen die heutzutage nicht. Also die haben Ja. auch gar keine Fantasie dafür, einfach nach draußen zu gehen. Wir haben zum Beispiel hier vorm Haus so Gabionen, ne? Die sind jetzt nicht wahnsinnig hoch, aber da könnte man Was super habt einen ihr? Ball Das Wort kenne ich vorpassen. nicht. Was habt ihr? So Gabionen, das sind so Gitter, wo so Steine drin sind. Okay. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Ich kannte das auch nicht, bis ich das hier vorm Haus Ja, stehen ich hatte. google das mal kurz. Ja, sind so Ah, Gitterkästen quasi, ne? Wo so okay. Steine drin sind. Ja, kennt man. Und da könnte man ja locker mal einen Ball vorspielen, ne? Der kommt dann zurück. Aber da fehlt den Kids von heute leider die Fantasie für. Und ich Ja. sage immer, ich habe halt auch noch bis zur A-Jugend sogar, also erstes Jahr A-Jugend habe ich dann noch bei Preußen Münster gespielt. Da haben wir auf dem Ascheplatz trainiert, ne? Ja. Und teilweise sogar noch gespielt. Heutzutage hat jeder einen Kunstrasen. Ja. Das war für mich ein Highlight, wo ich dann mit, keine Ahnung, 14, 15 so das erste Mal auf dem Kunstrasen durfte, weil es die dann gerade so, ne, angefangen hat zu geben. Und ja, heutzutage ist es völlig normal, dass man Kunstrasen hat. Ja, ich habe auch, ich weiß nicht mehr, mit wem das war. Wir haben schon super viele Gäste. Ich weiß nicht, ob du das paar schon gesehen hast oder so, ob du das mal mitbekommen hast. Aber wirklich jede Generation, Holger Fach, Neururer, Erik Meier, bis hin zu Toro Nariga, Mittelstädt. Also es waren Ja. unfassbar viele Leute da aus allen Generationen so. Und Holger Fach natürlich auch, Fraktion Asche. Aber Erik Meier zum Beispiel meinte, in Holland zum Beispiel gab es, also ab dem Kindesalter, es gibt da einfach, es gibt keine Asche. Und da ist mir bewusst geworden, weil auch, wir hatten noch ein paar andere Gäste hier, die nicht aus NRW kamen. Im Norden zum Beispiel und im Süden gab es auch, also es gab, die kannten keine Asche. Und das ist wirklich krass, weil, Mann, du hast ja gar keine andere, also ich kann mich noch an so ein paar, natürlich die komplette Jugend auf Asche gespielt, ich glaube. Und man weiß, man wusste ja auch damals noch, also damals war ja so, hast schon gehört, die und die haben jetzt einen Kunstrasen. So. Ja. Und das sind ja, wenn du diese Kunstrasenplätze von damals, wenn du dir heute, also wenn es dir heute noch geben würde, du würdest sagen, das ist doch kein Kunstrasenplatz. Das war wirklich teilweise, also einfach eine grüne, gerade Fläche, wo wenn der Ball einmal auftitscht, ist der sofort im Seiten aus, im Fluss daneben oder sonst irgendwo. Teppichboden mit ganz viel Sand drauf, So, quasi, wirst du das? ey, unfassbar, genau, stimmt. Es gab diese Kunstrasen mit unfassbar richtigem Sand. Richtigem Sand drauf. Das war grausam. So, und dieses Asche, ich glaube, dieses Asche-Ding, guck mal, ich sehe ja heute den Fußball und sehe auch, die sind alle also viel technischer als wir es, also als wir oder als ihr es damals wart, die Profis. Aber ich glaube, dieses Asche-Ding hilft auf jeden Fall bei der Ballkontrolle und generell auch beim,
ich weiß nicht, einfach so vom Mindset her hilft das doch, oder? Wenn du mal gegrätscht bist und du hast das Knie offen oder der Ball tippelt und oder wenn es geregnet hat und die Asche, wie das dann ist, das ist doch was ganz anderes als wenn du jetzt auf dem Kunstrasen groß bist, oder? Ja, ich glaube, dass die von heute natürlich auch sehr verwöhnt sind, was das angeht. Und wir natürlich noch wissen, was es heißt, sich die Asche aus der offenen Seite hier am Bein Die zu Dusche pulen. Ne? danach, ey. Also, Boah. Kennst du noch ja. hier am, du hast ja diesen Hüftknochen, ne? Neben, Ja. genau, und da, also da und Kniescheibe, da waren eigentlich immer irgendwelche Körner drin. Ja, das stimmt. Es gehörte dazu auch, ne? Ja, es gehörte einfach dazu, genau. Und weil du vorhin auch gesagt hast, hier WM 90 war dein erstes, also ich meine, wir sind genau gleich alt. Du bist, glaube ich, einen Monat jünger als ich. Und bei mir war auch WM 90 das erste Fußball-Erlebnis. Ich habe schon mit 4 angefangen zu spielen und auch immer im Verein und auch voll Bock gehabt, aber diese WM 90 war einfach, wie du schon sagst, so jedes Spiel gucken. Und dann gefühlt auch selber Weltmeister werden. Und das ist so, Das ist ein Samurai. ich weiß nicht, also würdest du sagen, weil du ja weil du dasselbe Alter hast, würdest du auch sagen, das war so mit die beste deutsche Mannschaft, die wir je hatten? Ja, glaube ich mit auf jeden Fall. Ich meine, wir haben natürlich ein Spiel jetzt vor nicht allzu langer Zeit mal gegen Brasilien erlebt, was natürlich einfach überkrass war. Ja. Da stand auch eine wahnsinnig gute Mannschaft auf dem Platz. Aber ich glaube, 1990 war halt schon so ein gewisser Spirit irgendwie da. Ich Ja. weiß nicht, ob da 2000, wann war es denn? 2014, glaube ich, ne? Ob das da auch so war. Deswegen ist es, glaube ich, schwer zu vergleichen, aber 1990 war auf jeden Fall schon ganz besonders, muss man wirklich Ja, sagen. vor allen Dingen auch Lothar Matthäus, ne? Ich meine, wenn du mal überlegst, dass ein Deutscher einfach Weltfußballer ist, das ist ja wirklich, das ist ja nicht mehr vorstellbar heutzutage. Das stimmt, ja, leider, Ja, leider. wirklich, leider. Hab ich vorhin den Leuten schon erzählt, ein Kollege von mir hat eine wilde These aufgestellt, der meinte, wenn Wirtz so weitermacht, wird er irgendwann Weltfußballer. Meinst du, okay, das ist hochgegriffen, ich weiß nicht, was da noch passieren soll, aber würdest du sagen, ist Mission Impossible so? Jetzt nichts gegen den, der ist ja ein Ausnahmetalent, aber könnte schwierig werden, ne? Ja, grundsätzlich auf jeden Fall schwierig, weil wir, glaube ich, schon wieder ein paar potenzielle Kandidaten haben, die auch in einem ähnlichen Alter sind, die ähnlich gut performen. Ich glaube, dass diese Entwicklung, die kommt ja auch so schubmäßig, ne? Wenn ich gesagt habe, ich habe früher in der B-Jugend noch B2 gespielt, bei Preußen Münster und bin 2 Jahre später zu Schalke gewechselt. Ich sag mal, so ein anderer, der spielt jetzt dann mit 18 vielleicht Bundesliga. Da weißt du halt nicht, hat er sich vielleicht so ein bisschen vorentwickelt, sodass diese Entwicklung damit vielleicht auch abgeschlossen ist, oder hat er noch Potenzial nach Verstehe. oben? Das ist halt so, was man sich da fragen muss halt, ne? Also ist er einfach schneller in der Entwicklung und schneller schon da, wo es dann vielleicht auch nicht mehr in großen Schritten weitergeht? Oder bringt er so viel Potenzial mit, dass die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist? Dann könnte dein Kumpel auf jeden Fall recht mit seiner These haben, Ja. dass da auf jeden Fall noch ganz viel möglich ist, weil das, was er zurzeit spielt, ist natürlich schon echt überragendes Niveau, muss man einfach Ja, also sagen. dass er mit 18 wirklich quasi, jetzt doof gesagt, ein Team auf seinem Rücken trägt, was gut ist, ist schon wirklich crazy. Was sagst du denn so zum Musiala? Weil bei dem finde ich das halt krass, weil ich kenne es noch von früher, du bist halt Jugendspieler, bist körperlich nicht so auf dem Level wie die ganzen erwachsenen Männer, die auf einmal auf dich zukommen. Aber der entwischt einfach allen. Ist der technisch einfach so weit vor, ist der so spielintelligent, dass das einfach bei dem nicht ins Gewicht fällt im wahrsten Sinne des Wortes, dass der einfach, keine Ahnung, 60 Kilo wiegt und den man theoretisch eigentlich immer umchecken könnte. Aber der macht das einfach herausragend bis jetzt, ne? Ja, der ist natürlich sehr flink, sehr gut am Ball. Der hat halt noch so diese Unbekümmertheit, wie man ja so schön sagt, irgendwie Ja. 2 Euro ins Phrasenschwein. Das bringt er natürlich alles noch mit. Ich bin halt immer gespannt, wie das dann aussieht, wenn die dann wirklich mal rausgewachsen sind. So, ich meine, sein Spitzname ist ja, glaube ich, sogar Bambi, Ja. aus dieser Bambi-Rolle. Und wenn sie sich dann wirklich beweisen müssen und dann wirklich Stammspieler sind und die Erwartungen damit auch steigen, weil ich sag mal, jetzt ist er Ergänzungsspieler, wird halt ab und zu mal reingeworfen, jetzt haben sie viele Ausfälle, jetzt spielt er dann auf einer ungewohnten Position, macht er super. Aber wie ist die Entwicklung, wenn das dann wirklich auf seinen Schultern lastet, weil es heißt, okay, du bist jetzt unangefochtener Ja. Stammspieler, ne? Weil Leistungsträger, dann, wir brauchen dich.
dann musst du halt Woche für Woche performen und nicht nur mal immer für 20, 30 Minuten oder alle 3 Wochen mal ein Spiel über 90. Ja. Ich glaube, diese Konstanz ist einfach das, was wahnsinnig schwierig ist über eine lange Saison, gerade bei Bayern München mit 3 Wettbewerben, mit eventuell noch Nationalmannschaft, das dann wirklich Woche für Woche und dann nicht nur einmal, sondern zweimal die Woche auf den Platz zu bringen, ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Herausforderung und für so junge Spieler auf jeden Fall noch mal ein bisschen krasser. Ja, ich finde auch gerade darauf bezogen, dass man hat sich an Cristiano und Messi immer noch nicht richtig gewöhnt, so, obwohl die jetzt schon, keine Ahnung, 15 Jahre oder 13 Jahre dabei sind, so, oder länger sogar noch, aber was du gerade sagst, und da redest du jetzt von rauswachsen und halten und so, aber wenn man sich mal überlegt, dass die beiden Ausnahmespieler einfach schon mit 17, 18 reingeworfen wurden und so, ja, okay, mal gucken, was die machen, wenn die gegen Erwachsene spielen und dass die das einfach über ein Jahrzehnt auf einem Level machen, wo jeder weiß, okay, das sind die Moves, so spielen die und trotzdem brechen die Rekorde über ein Jahrzehnt, dann das macht die Leistung von denen, abgesehen davon, dass es Ausnahmekönner sind, wie zum Beispiel auch ein Neymar, ein Mbappé, ein Dembélé, das sind alles Ausnahmespieler. Aber über ein Jahrzehnt, eigentlich geht das gar nicht. Nee, es ist wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, dass da ganz viel Disziplin auf der einen Seite, da bin ich so auf der Cristiano Ja. Ronaldo-Seite, oder einfach übertrieben viel Talent auf der Messi-Seite dazugehört, um das dann auch über so einen langen Zeitraum machen zu können. Also, wie du vielleicht raushörst, ich bin eher Team Ronaldo, Ich wollte gerade weil. fragen, aber das musst du, weil einer meiner besten Freunde aus Düsseldorf guckt auch gerade zu und der ist ganz klar Team Messi und immer wenn ich den ärgern will, fangen wir die Diskussion nochmal von neu an. Ja. Sag mir mal bitte aus deiner Expertensicht, warum bist du Team Ronaldo? Weil er jemand ist, der viel weniger Talent hat oder Talent in die Wiege gelegt bekommen hat, aber sich viel mehr erarbeitet hat. Und ich kann mich da am Ende des Tages auch täuschen, weil ich kenne ihn nicht persönlich, aber alles, was ich über ihn gelesen und gehört habe, und ich habe ja mit jemandem mal zusammengespielt, der ihn auch erlebt hat bei Real, Wer denn? der Christoph Metzelder, der auch gesagt hat, ey, das ist einfach, du kommst, egal wann du in die Kabine kommst, der ist schon da und egal wann du nach Hause gehst, der ist immer noch da. Und das sieht man bei ihm, weil es sich auszahlt am Ende des Tages, dass er mittlerweile, ich weiß nicht, 36, glaube ich, immer noch auf dem Niveau spielt, dass er immer noch Tore schießt, auch wenn er vielleicht nicht mehr so viel für die Mannschaft macht, in Anführungsstrichen. Egal, Spiel entscheidende Tore. Wobei ich gelesen habe, jetzt unter Ralf Rangnick das erste Spiel, hat der, ich weiß nicht mehr, was es für eine Statistik war. So Kilometer viel. abgespult, meinst du? Nee, der hat, da ging es ums Pressing und in der gegnerischen Hälfte irgendwie, jetzt nicht Bälle erobert, aber irgendwie Gegner angelaufen oder irgendwie so eine Statistik, habe ich gelesen. Dass er das in dem einen Spiel so oft gemacht hat, wie in allen anderen Spielen zuvor. Ey, Also, das sagt dir schon was fand über ich sein schon krass. Mindset, ne? Ja, fand ich schon krass. Und ich war vor, ich meine, es müsste vor Corona gewesen sein, deswegen ungefähr 2,5 Jahre war ich mal mit meinem Sohn in Barcelona, weil der großer Messi-Supporter ist. Jawohl. Haben wir uns ein Spiel angeguckt, und ich war total erschrocken. Der arbeitet einfach gar nicht mit nach hinten. Ne? Der geht Also spazieren, ne? die gegnerische Mannschaft, die rückt dann, weiß ich nicht, bis 1 Meter, 2 Meter vor der Mittellinie auf und der geht wirklich spazieren und sobald die hinten, die anderen 9 armen Schweine den Ball sich wieder erkämpft haben, dann schaltet er sich wieder ins Spiel ein. Ich will nicht sagen, dass Ronaldo das besser macht, aber das fand ich richtig krass übertrieben, wie wenig er gegen den Ball macht, weil weniger kann man nicht machen. Das ist, als wenn der draußen an der Seite sitzt, so wie der Kicker in der NFL, weißt du, der hat mit dem Spiel nichts zu tun, aber wenn der kicken muss, dann kommt er rein. So, Aber der trifft dann so ist auch. Aber das halt. das ist halt krass. Das kann er sich auch nur erlauben. Klar, wegen Status, wegen dem Erreichten. Aber dass, wenn er die Pille vorne bekommt, da klingelt es auch oft, ne? Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich war ja sehr gespannt auf diesen Wechsel. Ich meine, Ronaldo hat es ja schon bewiesen, dass er auch Ja.
außerhalb von Spanien, außerhalb von Madrid, da irgendwas auf die Kette kriegt. Ja. Und von Messi, ich habe es jetzt nicht so verfolgt, also ich verfolge die französische Liga jetzt nicht so sehr, aber das, was ich mitbekommen habe, hörte sich jetzt nicht so berauschend an, wenn Nee, man Mann. einfach auf die nackte Statistik guckt. Und da habe ich auch immer so die Diskussion mit meinem Freundeskreis, wo dann paar Team Messi, paar Team Ronaldo sind, wo ich halt auch immer gesagt habe, ich bin gespannt, wenn der Barcelona verlässt, Ja, so, das war auch mal mein Punkt. was er dann macht und wie er dann performt, ne? Ja. Dass der wahnsinnig gut ist und dass das ein Ja. absoluter Ausnahmespieler ist und dass Keine wir, glaube Frage. ich, alle richtig happy sein können, dass wir in einer Zeit groß geworden sind, wo wir solche Spieler haben dürfen und bewundern dürfen. Weil ich Das ist ein glaube, dass Samurai. es echt schwer wird, da ranzukommen. Und ich glaube auch, dass selbst so ein Mbappé es schwer haben wird, wenn wir jetzt einfach nur auf die reine Torquote gucken, Ja. da in irgendeiner Art und Weise ranzukommen. Ne? Weil du siehst es ja, Neymar ist auch wahnsinnig talentiert, aber am Ende ist das brotlose Kunst. Ne? Also er macht Ja. wahnsinnig geile Sachen mit dem Ball. Das ist dann für die Galerie, das kannst du dir einrahmen und zu Hause im Schrank stellen, aber ist dann weniger effektiv. Ja, nee, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und ich bin auch klar, wenn du Fußballer bist oder warst oder ein bisschen Ahnung hast, dann muss man schon anerkennen oder auch feiern, was Mbappé für ein Spieler ist, schon krass. Aber ich bin halt gar kein Fan von dem und ich finde den auch, also nicht unsympathisch, aber mir gefällt einfach gar nicht. Mann, die Körpersprache, die Gestik, Mimik, das gefällt mir alles gar nicht. Und ich bin der Meinung, der ist hoch veranlagt, aber der wird nie einen nächsten Step machen, glaube ich. Und irgendwie in der krassen Liga nochmal die Motivation, davon leben die doch alle. Messi, Ibrahimovic und so, die haben ja diese Quoten, weil, überleg dir mal, was du gerade gesagt hast. Du meintest, Rangnick wird Trainer. Guck mal, theoretisch, ich sag mal so, 99,9%. Du bist, Mann, keine Ahnung, wie oft Weltfußballer geworden, hast Rekord, jeder Rekord, den es gibt, ist deiner. So, du bist 36, da kommt ein neuer deutscher Trainer, der hat nicht mal ein Zwanzigstel von dem erreicht, was du erreicht hast, und der will sich einfach zeigen. Ja. Das ist Ja, krank. du, ich zieh da wirklich auch den Hut davor, dass er das macht, dass er auch so bereit ist, da zu arbeiten. Und ich meine, das siehst du ja, ne? Wenn andere Fußballer aus dem Urlaub kommen, gibt es ja auch so Bilder von Neymar, Ja. wo der gefühlt dann fünf, sechs, Hazard acht auch. Kilo mehr hat. Ja. Ja, und sowas wird es bei ihm halt nicht geben. Und das ist halt am Ende das, wo ich den absoluten Hut vorziehe, weil mir könnte das auch eher passieren, dass ich mit Ja. 8 Kilo mehr aus dem Urlaub komme, als zu krass diesen Traum halt hinterher zu hecheln. Aber ich meine, man muss schon ein bisschen wahnsinnig sein, glaube ich, dafür, um das dann auch so krass zu verfolgen. Aber am Ende gibt der Erfolg recht, Ja, safe. und echt, echt Hut ab davor. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber du hast die WM 90 geguckt, du bist 7 Jahre alt und jetzt denkst du dir, okay, jetzt mache ich auch mal die Hände aus den Taschen in der Jugend, jetzt fangen wir an zu zocken. Wie ist der Verein, wo du angefangen hast? SC Nienberge war so ein kleiner Vorort von Münster. Hatte eigentlich auch den Hintergrund, dass der Laden meiner Mutter in Nienberge war. Und ich dementsprechend dort im Kindergarten und dort auch im Fußballverein war. Aber auch nicht so lange, weil dann kam Grundschule und die Grundschule war dann in einem anderen Vorort, da wo wir auch gewohnt haben in Münster. Ja. Und habe dann auch direkt den Verein gewechselt, und habe dann, ich weiß gar nicht, ein paar Jahre in Liebenbeck gespielt. Kennt man so ein bisschen über die Grenzen Münsters hinaus, weil sie vor 2 Jahren auch mal Oberliga jetzt gespielt haben mit der ersten Mannschaft. Nievenbeck? Gievenbeck mit Gievenbeck, okay. G wie Gustav. Ja. Okay. Und ja, habe dann da weitergespielt und war auch in jungen Jahren schon relativ gut, Ich wollte so dass nämlich, ich, ja, ja. ich wollte nämlich gerade fragen, sorry fürs Reingrätschen. Bist du einer von den Profis, wo man so alte VHS-Kassetten theoretisch noch sich angucken kann und so sieht, okay, wir haben 9-0 gewonnen, der Christian hat damals 6 Tore gemacht. Der hat damals schon eine linke Klebe gehabt, der war seinen Mitspielern bei weitem voraus, auch vom Spielverständnis her und so. Warst du so einer? Ja, bei mir war das halt total verrückt, weil ich quasi bis zur B-Jugend,
also quasi zweites Jahr C-Jugend, total der Überflieger war. Also ich habe dann als E-Jugendlicher, ich weiß gar nicht mehr, wie es heute heißt, Ja, ist ja welche alles U das U. ist, ne? Ja, ist alles Ja, U. genau. Also damals war es E-Jugend, da habe ich in der D-Jugend mitgespielt und habe in einer Saison 75 Tore geschossen. Also total, total verrückter. Und Gegen 2 Jahre ältere, ja, 75 Tore in der Saison. ja, da habe ich nämlich, da muss ich immer dran denken, wo ich gerade deinen Ordner gesehen habe, weil da gibt es auch noch so einen Zeitungsartikel dazu. Und dann ging das halt so weiter und ich bin dann mit einer kleinen Zwischenstation für ein Jahr in der C-Jugend noch woanders hingegangen, weil viele aus der Kreisauswahl halt sich da so getroffen haben. Stimmt, die Kreisauswahl, ja. Und Das war immer was Besonderes, ey. bin dann quasi zweites Jahr C-Jugend zu Preußen Münster gewechselt und habe dann, wie gesagt, in der B-Jugend B2 gespielt, habe den Sprung in die B1 nicht geschafft. Ja, also 2 Jahre B2 hast du dann gespielt? Ich habe quasi erstes Jahr B2 und zweites Jahr B1 dann gespielt. Und Okay, das also du zweite bist. Jahr war dann. Okay, also du bist nicht direkt von der C1 in die B1. So meinst du. Genau, ja, genau. Okay. Und aber sag mir mal, wenn du sagst, bist zur C-Jugend Überflieger, was hast du denn da gespielt? Hast du dann so C, hast du den Zehner gemacht und einfach so aus 20 Metern immer drauf geschossen? Du, ich war immer linker Stürmer. Also früher gab es das ja noch, ne? Ja, Da klar. war das ja ein bisschen anders und in der Jugend auch. Da haben wir eigentlich immer mit einem zentralen, einem linken, einem rechten Ja. Stürmer gespielt. Und ich war immer linker Stürmer. Ich habe ja, bis ich dann zu Schalke gekommen bin, habe ich immer nur links vorne gespielt. Hat man dann später auch gesehen, verteidigen, damit hatte ich nichts am Hut. Ja, so willst du jetzt nicht sagen, weil sonst hättest du ja nicht die Karriere gemacht, die du gemacht hast. Aber ja, schon. Ja, es war schon, also meine Stärken waren schon ganz klar eher vorne. Und das liegt, glaube ich, auch an meiner Jugendzeit, weil ich halt einfach immer vorne gespielt habe, immer Tore geschossen, hatte einen guten Schuss. Aber ja, die Wege nach hinten, da war ich dann eher der Ja. Messi. Die fiel mir dann schwer. Aber das heißt dann links außen, ich muss mich erinnern, ob wir bei uns mal, okay, wir hatten auch ein paar miese Linksfüßer. Ja, das okay, Ball die Linie lang und dann einfach, ich meine, du hast ja, dann hast du großartig gedribbelt oder hast du dann einfach wirklich von halb links einfach drauf gezimmert? Ich war richtig krass schnell, was man, glaube ich, so während meiner Profizeit gar nicht mehr so wahrgenommen hat. Aber ich war immer der Schnellste eigentlich in der, also ich war selbst, bin aus der A-Jugend damals rausgekommen, erstes Jahr Profis quasi dann als 18-Jähriger und Ja. wir haben so Sprinttests gemacht 30 und ich Meter oder war der was? Schnellste. Ja, ich glaube 30 und nee, 20, 30, 40 Meter. Und ich war auf allen Distanzen der Schnellste. Im Schalker Profikader? Ja. Und damals war noch Andreas Möller zum Beispiel, ne? Ja. Turbo Möller. Was? War ein Solche Penzer nicht Leute. auch? Oder Ein Penzer auch? Penzer war auch dabei, ja. Aber der hat natürlich im Training. Also man kann natürlich auch sagen, okay, ich war natürlich als junger Spieler, ich habe da 100% gegeben und die anderen vielleicht nicht. Auf jeden Fall wird so gemessen. Das heißt, das hat man immer so ein bisschen aus den Augen verloren, dass ich eigentlich relativ schnell war, aber ich war jetzt nie so der Antrittsschnellste halt, ne? Weswegen Ja. dann für mich hinten links wahrscheinlich auch die bessere Wahl war, weil mit Tempo war es dann besser. Aber in der Jugend war das einfach Ball vorbeilegen. Ich wusste, ich bin eh schneller als alle. Ja. Und dann hatte ich noch einen guten Schuss dabei. Ja, da war jetzt kein fußballerischer Hochgenuss. Ja, aber es ist effektiv. Hab da jetzt nicht, genau. Hab da jetzt nicht die super Dribblings gestartet, aber ich konnte mir einfach mal einen Ball vorbeilegen und mit dem linken Fuß ging auch in der Jugend schon relativ Ja, vor viel. allen Dingen Was? 75 Tore, Alter, das heißt ja wirklich, okay, ihr kommt als Mannschaft irgendwo hin und die wissen schon, ja, die haben hier den Christian, der ist auf links, ja, und da aber kommt man ja trotzdem nichts machen anscheinend. Ja, das war schon ein bisschen unfair. Also das tat mir auch schon ein bisschen leid. Ja, wenn du halt wirklich besser bist halt, ne, also Ja, dann ist ich es wusste so. das natürlich auch, dass ich, keine Ahnung, fährst irgendwo hin, letzte Woche hast du irgendwie 7 Tore geschossen, dann weißt du natürlich auch, ja, das kannst du halt hier auch wieder machen, so, ne, Ja. in Anführungsstrichen. Dementsprechend war das für mich auch schon ganz cool, dass ich dann auch mit Älteren irgendwie gespielt habe, weil ich einfach da auch weiter war, ne? Und auch da ist es, glaube ich, Entwicklung, ne? Die einen machen da so einen Sprung,
Safe. Und ich bin halt in der B-Jugend, das war so diese Zeit, da sind alle auf einmal gewachsen und ich bin auf einmal klein geblieben. Also ich war in der B2 einer der kleinsten, Ja. obwohl ich später mit 1,86 dann immer relativ groß war, Ja. aber war zu der Zeit einer der kleinsten, weil mein Wachstumsschub dann irgendwie erst zu der Zeit irgendwie eingesetzt hat. Aber als du B-Jugend hast du gesagt, Preußen Münster, ne? Wo hatten da die erste gespielt? War es Regionalliga, Dritte Liga, Zweite Liga? Oh, muss ich mal eben überlegen. Das war zu der Zeit, gab es glaube ich noch keine dritte Liga, die Nee, kam erst später, Regionalliga Nord müsste, und Nordwest genau, und sowas gab's. müsste die Regionalliga gewesen sein, die ja theoretisch dann die dritte Liga war damals, ne? Ja, und da bist du dann hin, und das ist ja dann schon so, ja, halb semiprofessionell gewesen, ne? Das heißt, du hast dann, habt ihr ein paar Rasenplätze gehabt oder habt ihr da auch schon Kunstrasen gehabt als eigenen Trainingsplatz oder noch Asche? Wir haben bis A-Jugend Preußen Münster auf Asche trainiert. Wir Krass. haben, also Preußen Münster hat da echt was, das Stadion und alles drumherum, die ganze Infrastruktur, waren die nicht so gut aufgestellt. Also die haben erst später, dann viel später einen Kunstrasen gekriegt und die haben teilweise noch in einer alten Kaserne gespielt, weil die hatten dann so riesen, ich weiß gar nicht, was die da gespielt haben, Rugby, Football, irgendwas. Ja. Und da konnten wir dann immer trainieren auch. Das heißt, im Sommer haben wir auf Rasen gespielt, aber im Winter haben wir auch immer auf Asche trainiert. Und dann Scheiße. wirklich noch bis zur A-Jugend, quasi hinterm Ja. Preußenstadion, wo jetzt ein Parkplatz draus gemacht wird und man musste gar nicht viel machen. Da war der Platz fast so gelassen und das ist Ja, ein guter Parkplatz gewesen. paar Linien drauf und passt. Also Ja. das heißt, du hast dann bis zur jüngeren Jahrgang A-Jugend hast du dann bei Münster noch gespielt. Ja, genau. Und wie kam dann der Sprung nach Schalke? Also das ist ja super ungewöhnlich. Ja, das war auch zu damals, also heute gibt es das ja fast gar nicht mehr. Auch zur damaligen Zeit war das schon sehr, sehr spät. Aber hatte so ein bisschen den Hintergrund, dass ich halt echt so ein Spätentwickler in Anführungsstrichen war. Also ich war erstmal allen der Zeit voraus, dann hatte ich so einen kleinen Einbruch und dann kam es hinten raus halt erst wieder. Und bin dann in einem Spiel entdeckt worden, in Anführungsstrichen. Da war so ein Scout von Schalke, der zufälligerweise, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, wo man gefühlt jeden A-Jugendspieler googeln kann und Ja. den bei Instagram, Facebook, sonst wo findet. Gab es ja damals alles nicht. Das heißt, man musste rumfragen, wer ist denn das mit der Nummer Ja. 11? Und durch Zufall hat er meinen besten Kumpel angesprochen, über den ich eingangs im Gespräch erzählt habe, dass wir über dich gesprochen haben. Der war das. Okay. Und der hat den angesprochen und der konnte dem direkt natürlich Namen meiner Mutter, unsere Haustelefonnummer, weil Sehr gut. Handys Festnetz. gab es noch nicht, ja, konnte das direkt alles machen und so kam die Kontaktaufnahme. Und dann, ja, so wie der normale Weg ist, ich habe ein Probetraining gemacht und Aber wie ja, war, hat wurde. denn, aber das ist ja dann gar nicht so, weil bei mir war es zum Beispiel so, als Fortuna Düsseldorf angeklingelt hat, war so Anruf und ich bin aus allen Wolken gefallen. Aber du wurdest ja schon quasi vorgewarnt durch deinen besten Freund. Der hat ja dann gesagt, da war ein Schalke-Scout, der hat dir gefragt und du warst wahrscheinlich so, er willst mich verarschen oder was, wie jetzt? Oder hast du schon gedacht, ja, wird doch mal langsam Zeit? Nee, in der Tat war es so, dass schon so ein paar mal angerufen hatten, jetzt auch von kleineren Vereinen. Also von Bochum hatte zum Beispiel mal einer angerufen. VfL Also Bochum ist doch nicht kleiner als Münster. kleinere Vereine. Nee, jetzt im Vergleich zu Schalke, wobei das kannst du jetzt auch nicht mehr Okay, sagen. nein. Ist ein kleinerer Verein, der jetzt aber eine Liga höher spielt. Und die haben die beste Jugend damals schon gehabt, ey. Ja, und also da gab es auf jeden Fall schon so ein paar Anfragen und ja, ich war mir halt unsicher, ne? Ich habe quasi mit 16, quasi Realschulabschluss, mit 16 eine Ausbildung angefangen auch. Was hast du gemacht? Ich habe Ausbildung als Groß- und Einzelhandelskaufmann gemacht. Habe ich auch gemacht. Schön im Büro. Yep. Und ja, hat nicht so viel Spaß gemacht. Deswegen war Kenne ich. meine Schalke-Zeit am Anfang auch sehr anstrengend, weil ich wirklich immer 7:15 Uhr bis 16:15 Uhr im Büro saß und dann ins Auto. Die erste Zeit bin ich noch gefahren worden und dann konnte ich selber fahren und war dann irgendwie viermal die Woche abends um 9:30 Uhr, 10 Uhr zu Hause. Ja. Und der Tag war dann schon echt lang, ne? Aber für mich war das super, weil ich hatte überhaupt gar keine
Zeit, mir irgendwelche Gedanken zu machen, ne? Also ich habe jetzt nicht den ganzen Morgen abgehangen und gedacht, boah, ich muss jetzt Profi werden, weil Ja, was anderes klar. kann ich nicht. Ist auch eine gute Mischung. Ja, das war echt, also es war echt eine der anstrengendsten Zeiten in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie oft ich halb eingenickt bin auf der Autobahn, weil es echt anstrengend war. Aber auf der anderen Seite hat mir das, glaube ich, auch ganz viel gegeben und als Mensch ganz viel gelehrt, weil ich halt wusste, ne, ich muss mir den Arsch aufreißen, um was zu bekommen und habe jetzt nicht darauf vertraut, dass das mit Fußball schon wird. Ja. Und Nee, da das. bin ich meiner Mutter auch dankbar, weil die, also ich habe es mir natürlich nicht selbst ausgedacht, Nein, wenn es nach mir gegangen wäre als Jugendlicher, dann hätte sie gesagt, ja, ich spiele jetzt erstmal Fußball und dann gucken ich wir werde eh mal. Profi, ja. Aber da bin ich meiner Mutter auch dankbar, weil das war eine sehr lehrreiche Zeit im doppeldeutigen Sinne. Nice. Ey, mein Lieber, ich muss mal ganz kurz aufs Klo. Also Minute, anderthalb. Ich würde mal kurz auflegen, dann rufe ich dich gleich wieder an. Yes. Und für die Leute draußen, in anderthalb Minuten geht's weiter. Also, bis gleich, mein Lieber. Yes. Jo. So, das geht wirklich fix jetzt. Anderthalb Minuten. Ich lasse nochmal den Kommentar hier laufen. Ernst wieder gut aufgepasst. Mit zieht den Freistoß und die nächste gelbe Karte gegen Antonio Lopez. Die Schalker bei diesen Situationen hellwach. Vorhin Jones mal, Westermann mal. Diesmal war es Fabian Ernst. Rauscht da mit hoher Geschwindigkeit rein und alles Risiko mit, was drin ist in diesem Zweikampf. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da hat Schalke ein paar Optionen für solche Situationen. Panda mit links, Farfan ist da und hinten nur erstmal Kurani und Engelhardt. Panda macht das, Panda, ja! Traumtor! Halbe Stunde rum. Schalke in Führung und Schalke führt verdient. Das ist der Freistoß. Leo Franco auf dem Weg rüber, hält dann an, aber der passt genau in den Knick. Ein super Tor. Anderthalb Minuten, sagst du? Alles klar. So. Also, weil jetzt ist nämlich auch ein entscheidender Cut. Es geht von Münster nach Schalke. Und ich würde gern wissen, wie bist du da aufgenommen worden? Weil du hast ja, du bist direkt in die A1 von Schalke, ne? Genau, ja. Norbert Elgert. Ne? Maximale Legende für die Leute, die ihn nicht kennen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Deutschlands erfolgreichster A-Jugendtrainer aller Zeiten, ne? Also Norbert Elgert, wer ihn nicht kennt, wie gesagt, Knappenschmiede, Schalke A-Jugend, also das macht er das eigentlich immer noch? Ja, der macht's immer noch. Das ist unglaublich. Da macht er es jetzt Minimum, ja, keine Ahnung, paar 20 Jahre schon. Auf jeden Fall. Ich meine, 28 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Ey, unglaublich, wer alles durch seine Schule durchgelaufen ist. So, du bist zu Schalke von der Münsteraner Asche und spielst dann A-Jugend Regionalliga. Genau. Ne? Hast dann auf einmal ein krasses Trainingsgelände, ihr habt ja alles Rasenplätze bei euch gehabt und du bist da mit Leuten, die sind einfach, ja, Minimum genauso talentiert wie du. Wie wurdest du da aufgenommen? Oder wie war das erste Training? Wie war die Eingewöhnungszeit? Wie bist du da Erste Training war schrecklich. War ja Warum? ein Probetraining in Anführungsstrichen. Also ich bin überhaupt nicht der Typ, der so gerne in neue Gruppen reinkommt. Ja. Das war ich in der Schule schon nicht, im Fußballverein nicht, weil ich eher so ein Zurückhaltender bin halt, ne? Und ich Ja. brauche dann so ein bisschen, um mich da so zurechtzufinden, um warm zu werden mit den ganzen Jungs. Und so ein Probetraining war Hölle für mich. Und ich war auch noch einer der schlechtesten, weil ich kam Nein. natürlich von Preußen Münster und
Ja, das hat man schon gesehen. Also ich habe es auf jeden Fall so gefühlt, ne? Also die Ja. mussten natürlich irgendwas in mir gesehen haben, was schon gut war, aber ich habe mich jetzt da nicht gefühlt als Teil der Truppe natürlich in diesem einen Training, weil ich Ja. schon gemerkt habe, ey, boah, die, die hier rumlaufen, die sind alle talentierter. Die waren zum großen Teil natürlich auch schon jahrelang dann bei Schalke, Klar. und haben einfach auch eine andere Ausbildung genossen, das muss man einfach sagen. Ja. Und hinzu kam, ich, ja, kam dann dahin. Und ziemlich schnell war klar, ich sollte Linksverteidiger spielen. Ich Hat habe der noch Norbert, hat nie. der Elgert sofort gesagt, wenn hier, dann ist Linksverteidiger? Ja, das war relativ schnell klar. Also schon in der Vorbereitung habe ich eigentlich fast alle Testspiele dann als Linksverteidiger gemacht. Aber sag mir mal ganz kurz, weil das Ding ist, ich bin wirklich, ich bin Fußball-Nazi und ich bin so interessiert, deswegen ich werde häufiger reingrätschen noch und vielleicht auch ein bisschen rüde ins Wort fallen, aber nur wegen Interesse. Ja? Ja, kein Also Problem. ich würde gerne auch wissen, beim ersten Probetraining, hast du da deine, musst du deine eigenen Klamotten mitbringen oder hast du von denen Sachen bekommen? Und wer, wie viele Leute waren noch so beim Probetraining? Ich habe Sachen bekommen, hatte natürlich aber auch selber welche dabei, weil ich war natürlich irgendwie nicht vorbereitet und wollte auf alles vorbereitet sein. Ja. Habe dann aber Sachen gekriegt und war auch der Einzige beim Probetraining. Oh, Das boah, Scheiße, Mann. war so Ende der Saison quasi, ne? Also dann musste Preußen Münster das ja freigeben. Ich weiß nicht, da waren noch zwei, drei Spiele, glaube ich, zu gehen. Und ja, war natürlich alleine als einziger Gast dann beim Training. Ja, und weißt du noch, als du in die Kabine bist, kanntest du schon ein paar Spieler, weil ich weiß noch, es gab zwar kein Internet, so, es gab da, doch Internet gab es, gab so reviersport.de, aber vom Hörensagen weiß man ja, okay, bei Schalke ist, kann, ich meine, zum Beispiel ein Charles Tucky, ein Mike Hanke, ihr habt ja wirklich, ihr habt da eine ganz kranke Truppe gehabt. Kanntest Ja. du irgendjemand davon schon vorher oder gar keinen? Original gar keinen. Okay, das ist schon mal gut eigentlich. Ja, ich sag mal, zu der Zeit, wo wir dann da zusammengekommen sind, die waren da alle schon sehr gut, natürlich, auch in der Regionalliga unterwegs. Aber da hat sich jetzt am Anfang der Saison auf jeden Fall noch nicht herauskristallisiert, wer da so den Sprung schaffen kann. Und zu der Ja. Zeit war es so, dass eigentlich immer mindestens drei Jungs einen Profivertrag gekriegt haben. Das ist krass. Also, ne, Das ist die krass. letzten Jahre davor war es eigentlich immer so, dass mindestens drei, also manchmal manche Jahrgänge sogar vier, aber da war eigentlich klar, drei Leute schaffen das so ungefähr. Ja. Aber hättest du vor der Saison gefragt, wer das schafft, weiß ich nicht, bei Mike Hanke hätten schon viele gesagt, ja, weil er schon sehr weit war und er hat einfach die Buden vorne immer gemacht. Ja. Egal wie, und er war jetzt nicht der Schnellste, aber vorm Tor einfach wahnsinnig Abgewichst war der. effektiv. Ja. Ja, ja, dementsprechend war das auf jeden Fall sehr spannend, wie es dann da losging. Ja. Also ich muss, was mich jetzt besonders daran freut, dass du jetzt zugesagt hast, ist, weil wir, ich habe zum Beispiel, kennst du noch Ioannis Masmanidis? Ja, klar. Ja. Den habe ich auch hier gehabt und weil der war so. Ich habe den angeschrieben und der meinte so, ja klar, kenne ich dich noch, auch die Battles, Pipapo, ich komme vorbei. Der hat dann seine Story erzählt und da bin ich auch voll drauf kleben geblieben, einfach weil ich den Leuten halt schon vorher erzählt habe, auch den anderen Gästen, die hier waren, dass in meiner A-Jugend-Bundesliga-Saison der einfach der überragende Spieler in der Liga Ja. so war, ne? Und der war halt auch hier und deswegen, ja, ist das jetzt auch kein klassisches Fußballinterview, was ich jetzt mit dir führe, weil ich bin halt ich, unsere Wege haben sich mal gekreuzt und ich kenne halt, manchmal halt aus anderer Sicht auf euch damals geguckt. Ne, und später ja sowieso, aber da war ich ja relativ nah dran so. Und ich weiß nicht hier, Fabian Lamotte, ne? Wen habt ihr noch so gehabt? Zähl mal ein paar auf. Volkan Kiral im Tor. Volkan Ünlü im Tor. Ünlü, genau. Genau. Kiral hat gespielt. Kira hat gespielt. Boah, wir hatten noch Klaus Salmutter vorne, Boah, der war wahnsinnig stimmt! gut. Ich weiß gar nicht, Der der war Österreicher, sogar, ne? Oder sowas? genau, österreichischer Ja. Nationalspieler, also in der Jugend auf jeden Fall. Ja. Boah, wen hatten wir denn noch? Ey, soll ich dir sagen, wer der beste Verteidiger ist, den ich in meiner Jugend gesehen habe, weil der einfach, vielleicht kommst du eh auf den Namen, weil der hat einfach, ich finde, der hat Innenverteidiger gespielt und wenn der Bock hatte, ist er einfach so Dann ist nach es vorne gelaufen und Abseits. hat einfach so 5, 6 Leute ausgedribbelt. Weißt du, wen ich meine? Sag mal. Christian Peterreit. Ach so, ja, okay, Ja. ja. Ey, der Typ, der war, glaube ich, jüngerer Jahrgang sogar bei euch, 84er. Jüngerer Jahrgang, ja. Ey,
Und ich dachte mir so, was macht der denn da, Alter? Welcher Innenverteidiger kann denn bitte einfach so drei, vier Spieler austribbeln auf dem Weg zur Mittellinie? Der war auf jeden Fall auch überkrank. Aber geil, dass du sagst, dass man bis auf Hanke so halbwegs nicht sagen konnte, wer am Ende den Sprung schafft. Wobei man ja sagen muss, eure Amateure hießen ja noch damals, das wäre ja auch in Ordnung gewesen, wenn man nach der Saison erstmal zu den Amateuren geht, ne? Eigentlich ja. Für mich war es damals nicht in Ordnung, Hast du so hohe weil Ansprüche gehabt, oder ich. was? Wie bitte? Hast du direkt so hohe Ansprüche, Ansporn gehabt, oder war das so nach dem Motto, ich gehöre dahin? Nee, also ich. Bei mir, also das Jahr ist halt. Eigentlich ist das A-Jugendjahr genauso verlaufen wie meine ganze Karriere später. Also ich bin nach diesem Probetraining, dann war klar, ich mache den Wechsel, bin gekommen. Und habe mich im letzten Spiel für Preußen Münster in Paderborn, wo wir damals noch gegen Marje Saglik, wirst du auch Oh noch kennen, ja, natürlich. gegen den gespielt haben. Und da habe ich mir einen Bänderriss zugezogen im Sprunggelenk. Jetzt nichts Dramatisches. Ja. Und bin quasi als verletzter Spieler schon in die Schalke A-Jugend gekommen. Scheiße. Wie lange musst du pausieren am Anfang? Ich habe so 4 Wochen Pause gemacht. Ne? Da war ja eh Sommerpause und Vorbereitung. ich kam dann Okay. wieder und Also habe komplette dann, Vorbereitung also. mitgemacht. Genau, summa summarum nur, weiß ich nicht, 1,5 Wochen am Anfang verpasst, aber war natürlich schon blöd halt, ne? Dann als neuer Spieler kommst du dahin, kennst eh keinen und dann hast du auch noch eine Verletzung, ne? Dann bist du eh immer raus. Ja. Deswegen, aber das war jetzt keine lange Ausfallzeit, aber ich habe echt wahnsinnig lange Anlaufzeit gebraucht, ne? Um mich da zurechtzufinden. Also ich habe die ersten Spiele alle gar nicht gespielt. Wir hatten dann mit Michael Jakobs hinten links noch Stimmt, einen, so ein Blonder. genau, so eine kleine blonde Bulldogge, ne? Ja, Ja, genau. stimmt. Der war auch Junioren-Nationalspieler sogar. Weswegen es, also hättest du Anfang der Saison einen Ja. gefragt, also ich glaube, der Letzte, der genannt worden wäre, wäre ich gewesen, der Profi Ja. wird nach der Saison. Und habe mich dann so ein bisschen rangekämpft, habe dann auch ein paar Spiele gemacht, habe mich dann an der Leiste verletzt, bin quasi von, ich weiß gar nicht, Oktober bis Februar ausgefallen. Wurde an der Leiste noch operiert, mit dem Aber das sind eh die Leistenbruch. Monate, wo es auch keinen Spaß macht zu spielen. Das heißt, es ist eigentlich nicht so schlimm. Das sind die Ja, schlimmsten Monate. war eh eklig draußen, das stimmt, Ja. ja. Ja, und nach der Leisten-OP bin ich dann durchgestartet. Also da habe ich dann alle Spiele gemacht und war immer einer der Besten. Hin zu dem letzten Spiel, was unser Pokalfinale damals in Berlin in der Alten Försterei gegen VfB Stuttgart war. Ja, seid Unter ihr. anderem mit dem, Wer war denn ich da? weiß nicht mehr, wie er heißt, der Klepp, der Bruder, der Kleine. Der hat bei Stuttgart damals noch gespielt und Okay. ich glaube, Gentner, das war so der, auch so mein 83er, Jahrgang. 84er Jahrgänge. Gentner könnte auf jeden Fall sein. Ja, also die hatten auf jeden Fall auch eine gute Truppe, haben wir dann im Elfmeterschießen gewonnen. Ich habe noch ein Freistoßtor. Also während der regulären Spielzeit 1-1, Freistoßtor, hinterher noch einen Elfmeter reingeschossen. Habe da so gefühlt mein bestes Spiel gemacht. Und da war dann auch so klar, okay, da könnte mehr drin sein. Ja. Um darauf zurückzukommen, warum ich dann den Anspruch hatte, dass es dann doch nicht die zweite Mannschaft von Schalke hätte sein sollen, weil das war damals Oberliga, Ja. Krasser was Unterschied. völlig in Ordnung ist. Aber mein Ziel war da schon einfach mehr, weil ich einfach gesehen habe, ey, ich bin jetzt drin und es funktioniert gut und ich merke, ich bin hier bei den guten Spielern einer der Besten. Ja. Und dann war da schon auch mein Anspruch ganz klar, ja, mehr als Oberliga auf jeden Fall. Aber wann, vielleicht musst du jetzt auch ein, zwei, 3 Jahre zurückgehen, aber wann hast du denn, weißt du noch, wie alt du warst oder wo du gespielt hast oder was da vorgefallen ist, dass du dachtest, ohne Spaß, ich glaube, ich könnte echt Bundesliga-Profi werden? Ich sag dir ganz ehrlich, muss ich gar nicht zurückgehen. Das war genau erst in dem Jahr. Also, ich bin zu Schalke gekommen und Okay. da wusste ich ja, okay, das ist ein cooler Schritt, aber die sind alle hier so gut. Da muss ich erst mal gucken, dass ich hier klarkomme. Ja. Und gegen Ende dieser Saison, also Ende zweites Jahr A-Jugend, war für mich so, also da kam so langsam durch, ey, ich fühle mich hier wohl, ich komme hier klar, ich bin immer einer der Besten auf dem Platz. Ja. Ich könnte das schaffen und hatte natürlich dann das große Glück, dass ich ja durch Norbert Elgert dann an die Linksverteidigerposition gewöhnt wurde Aha.
Und wie du ja weißt, hatten wir jahrelang Philipp Lahm Rechtsfuß als Linksverteidiger. Also die Position war in Deutschland händeringend gesucht und auch bei jedem Verein natürlich. Und da habe ich mir dann schon große Chancen ausgerechnet. Aber in der Tat erst im Ende letztes Jahr A-Jugend hat sich das so durchgesetzt. Und dann kommen ja immer März, April, Mai kommen ja dann immer die Gespräche. Ne? Wir sehen dich da vertragsmäßig und wie war das Gespräch? Wie ist das Gespräch verlaufen? Scheiße. Ja, wir haben ein Gespräch geführt und die haben gesagt, ja, erstmal zweite Mannschaft. Hast du Und gefragt, warum, ne. was du, hast du dich getraut zu sagen, wie jetzt? Oder warst du so einfach nur enttäuscht? Ja, ich war mit meiner Mutter damals da und wir haben auch direkt schon ein Gespräch mit Rudi Assauer damals gehabt. Und der sagte dann ganz klar, ja, zweite Mannschaft, ne, darüber empfehlen und dann gucken wir mal. Und das wollte ich aber nicht. Und habe es mich erstmal nicht getraut. Das heißt, wir sind weggefahren, haben gesagt, wir überlegen uns das, sind dann nochmal wiedergekommen und dann musste meine Mutter Rudi Assauer das sagen, weil ich mich echt nicht getraut habe. Und hat dann gesagt, ja, zweite Mannschaft machen wir nicht. Ich möchte die Chance haben, ein paar Wochen oben bei der ersten Mannschaft mitzutrainieren. Und wenn der Trainer, das war damals die Situation, dass Huub Stevens gegangen ist und Frank Neubart ist damals gekommen als Trainer. Und Norbert Elgert war Co-Trainer für diese Zeit. Und dann habe ich halt drauf gepocht, dass ich gesagt habe, ich möchte da mittrainieren. Und wenn der Trainer sagt, ich bin scheiße, ich muss zu zweiten, dann gehe ich auch zu zweiten, kein Problem. Aber ich wollte Nicer Move. meine Chance haben, ne? Und habe dann quasi einen Amateurvertrag unterschrieben mit der Option, dass ich 4 Wochen oder 6 Wochen, müsste ich nachgucken, 4 oder 6 Wochen bei den Profis mittrainieren darf in der Krass. Vorbereitung und dass dann entschieden wird, ob ich einen Profivertrag bekomme oder ob ich einfach runtergehe zur zweiten. Hey, Und das habe ich noch, damit, hab ich noch nie gehört. Ja, sorry. nee, das war halt auch so ein Assauer-Ding halt, ne? Der hat halt auch gesagt, so, also er fand das dann auch cool, dass ich so selbstbewusst war und gesagt habe, ich möchte gerne meine Chance haben, ne? Einfach vorzuspielen, weil ich halt wusste, da kommt ein neuer Trainer und der wird sich jetzt nicht die A-Jugend angeguckt haben, sondern der wird geguckt haben, was habe ich da für einen Profikader. Und das wollte ich halt nicht, weil ich weiß ja, wenn du einmal da drin bist und in der zweiten Mannschaft trainierst, ich habe das dann Jahre später bei Magath mal gemacht, dann bist du da drin. Und wenn du zu lange da drin bist, dann bist du auch genauso gut bzw. schlecht wie alle, die da sind. Das ist Du ein passt dich krasses halt an. Phänomen, ne? Ne? Das ist ein krasses Phänomen, Ist so. diese Anpassung, ne? Ja. Und ja, das ist so, ne? Wenn du mit 5 Idioten im Raum bist, ne, bist du der Sechste. Ne? Das ist so. Safe. Auf jeden Fall. Ja, sorry. Ja, dann habe ich diese Chance bekommen. Also er hat dann eingewilligt und gesagt, okay, finde ich cool, dass du da so selbstbewusst bist. Du kriegst die Chance, darfst da mittrainieren. Und nach 10 Tagen oder 14 Tagen, also 2 Wochen, glaube ich, habe ich mittrainiert, habe ich dann einen Profivertrag unterschrieben. Nein, so schnell schon. Ja, also Das ich. ist aber auch eine, das ist aber auch eine verfickt geile Situation. Also nachdem du das durchgeboxt hast, weil du hast diesen Amateurvertrag, da steht dann wahrscheinlich drin, war das schon Eurozeiten? Ja, Eurozeiten, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn ich schätzen müsste, vielleicht 800 € bis 1500 € irgendwie sowas. Ja, kommst du mit So. hin. Plus ein bisschen Plus ein Fahrtgeld, bisschen weil ich aus Fahrtgeld Münster kam. und Prämien, aber einfach mit dieser Option. Und hast du den Sommer, also ich setze mich da gerade rein und kriege ein bisschen Gänsehaut, weil ich denke mir so, ohne Spaß, das ist doch, da musst du doch Einheiten geschoben haben, da musst du doch, also auf diese 4 Wochen hast du ja alles gesetzt dann wahrscheinlich, ne? Ja, definitiv. Ich habe natürlich Gas gegeben. Ich habe halt geguckt, dass ich halt so fit wie möglich dann da zur Vorbereitung komme. Und ja, der Vorteil bei mir war immer, ich war und bin eigentlich ein relativ entspannter Mensch, ne? Also so, mich stressen halt nicht viele Sachen. Und die Sachen, die mich dann so ein bisschen stressen, da würden andere drüber lachen, ne? Also Okay. so, keine Ahnung, wir haben genau dann nämlich das erste Freundschaftsspiel mit den Profis in Rheine gemacht, was unweit hier von Münster, meiner Heimat, Kenne ich, entfernt ja. ist. Und dann war natürlich Riesenauflauf, Schalke, und dann war nach dem Spiel so ein Essen in so einem
Glasgebäude und die Fans standen halt wirklich so am Fenster. Und das ist dann was, also das hat mich dann gestresst, Das stresst beim dich Essen so mehr als die ange. Drucksituation bei den Profis zu Ey, performen. 1000%. Ich habe einen Schweißausbruch gekriegt, ich kam gar nicht mehr klar. Weil ich mich echt gefühlt habe wie so ein Tier im Zoo halt, ne? So Ja. alle gucken, was du isst und wie du isst und keine Scheißegal. Ahnung. Und ich kannte das natürlich gar nicht als junger Spieler, Ja. weil in der A-Jugend haben sich jetzt nicht so viele Leute dann für dich interessiert. Und das war mir maximal unangenehm und das hat mich auf jeden Fall viel mehr gestresst dann, als diese Situation, weil am Ende konnte ich ja nur gewinnen. Also ich hatte einen Amateurvertrag, das heißt, ich wusste, okay, wenn alle Stricke reißen, ja, dann gehe ich halt in die Oberliga, was ja auch nicht so schlecht ist, ne? Darf man ja auch Nö. nicht also vergessen, ne? Ja. Aber ich kann am Ende des Tages nur gewinnen, weil ich spiele hier gerade um meinen Profivertrag. Und wenn ich gut bin, kriege ich den. Und wenn ich kacke bin, dann kriege ich ihn halt nicht. Ja. Und Mit dementsprechend war ich da relativ entspannt. wem bist du denn hochgegangen? Mit wem aus der A-Jugend? Zu der Zeit war das Mike Hanke, Fabian Lamotte, Volkan Ünlü. Charles Tucky ist einfach nicht hochgenommen worden. Charles ist erst in die zweite, beziehungsweise Charles war, glaube ich, jüngerer Jahrgang, ist noch ein Jahr in der Okay, A-Jugend das ist geblieben 84er, okay. und ist dann auch in die zweite gekommen, wenn mich nicht alles täuscht, und hat, wenn ich mich recht erinnere, für Schalke Profis kein einziges Spiel Das gemacht ist sogar. so krass. Guck mal, überleg mal, du bist jüngerer Jahrgang, 10 Spielmacher bei Schalke 04 in der A-Jugend, in der A-Jugend-Bundesliga und ja, bist erstmal in der Oberliga. Ja. Das ist Ja, wirklich. definitiv. Das ist wirklich krass. Also Lamotte, der hat ja auch keine große Rolle gespielt. Hanke, die Story kennen wir ja auf jeden Fall. Ünlü hat aber, der hat aber gut Einsätze gemacht, ne? Aber der hat ein paar, Aber also frag mich unglücklich nicht, wie des viele Grauens, habe ne? ich, ja, da habe ich original letztes Mal noch, ich war bei Schalke zu Gast für so ein, ich weiß gar nicht, irgend so ein YouTube, was auch immer, Ja. habe ich sogar irgendwo gepostet, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Und da haben wir noch darüber gesprochen, weil da eine Frage war, welche Jugendspieler aus der Knappenschmiede einen Profieinsatz hatten. Ja. Und da haben wir noch über Ünlü gesprochen, dass er ein paar Spiele gemacht hat und dann kam dieses legendäre Spiel in Bochum, wo er sich, glaube ich, zwei Tore selber da reingeworfen hat und seitdem hat er kein Spiel mehr gemacht und hat auch, ich glaube, Hat keine Fuß mehr gefasst, einfach. ja, leider Gottes, Das ja. ist wirklich krass, weil ich weiß, der war auch noch eine Maschine, Was? Alter. Der war riesengroß, Ja. eine Katze. Ja, Ja. der war ein wahnsinnig guter Torwart, aber der hatte wirklich seine Nerven nicht im Griff. Also der war einfach leider nicht gemacht, also oder noch nicht Ja, so nee, weit. muss man dann so sagen, ja. Vielleicht hätte er ja noch 2 Jahre irgendwie Erfahrung sammeln müssen. Aber ist natürlich das Problem, wenn du dann da reingeschmissen wirst, ne, und Torwart vor dann allen passiert Dingen. dir das, dann bist du verbrannt, ne? Also Eingewöhnungszeit als Torwart ist ja auch eine Sache, die es, glaube ich, gar nicht gibt. Also Nee. wie viele Chancen sollst du da bekommen? Und wenn du einen Fehler machst, ist ja direkt ein Gegentor. Also hast du dann nach 10 Tagen, nach 2 Wochen hast du deinen Profivertrag bekommen. Und wie sahen da die Zahlen aus? Wesentlich besser als beim Amateurvertrag wahrscheinlich, ne? Ja, war auf jeden Fall besser, auch viel besser und natürlich auch schon wahnsinnig gut. Aber da gibt es auch eine kleine Anekdote. In Kurzform kam ich mit einem Berater dann wieder und Rudi Assauer hat mich rausgeschmissen. Weil du beim ersten Profivertrag mit dem Berater kommst, vorher warst du mit der Mama da, jetzt mit Ja, dem Berater, was denkst du, wer du bist? genau. Und mit den Worten rausgeschmissen, hier kriegt jeder Jugendspieler das Gleiche. Du kannst mit deiner Mutter wiederkommen, aber mit Berater kriegst du gar keinen Vertrag. Okay, krass. Geiler Move, finde ich aber. Und das, ja, das war so. Und bin dann mit meiner Mutter wiedergekommen, Ja. habe meinen Vertrag unterschrieben, der dann ein bisschen besser war, aber wie gesagt, das hat jeder gekriegt, Ja. zu der Zeit. Also da gab es auch überhaupt keine Widerrede. Da musstest du froh sein, dass so ein Verein wie Schalke dir einen Profivertrag gibt. Natürlich, Heutzutage ey. haben die Zeiten sich ja ein bisschen geändert, ne? Da wird dann noch um den letzten Euro gefeilscht und da war Ja. klar, jeder kriegt Summe X und Abfahrt. Ja. Und du hast ja gesagt, du bist zu den Profis und Möller. Ich meine, du spielst einfach mit Weltmeistern. Und sag mir doch mal, wie groß war der Unterschied oder, weil ich versuche mich ja immer reinzudenken, weil es halt, ich habe bei Fortuna Düsseldorf mal bei den Profis, aber da waren die, weiß ich nicht, Regionalliga. Ich habe auch mal gegen eine Zweitligamannschaft gespielt, wo ich für mich gemerkt habe, ach okay, generelle Schnelligkeit und Handlungsschnelligkeit ist der Unterschied zwischen den ganzen Ligen. So,
Sag mir doch mal, wie der Unterschied war zwischen Schalke A-Jugend und dann einfach mit solchen Leuten trainieren und spielen. Ja, war auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Das Einzige, was mir natürlich zugute kam, ich war halt wahnsinnig schnell. Das heißt, ich hatte dadurch den Vorteil, wir haben ja vorhin über Musiala gesprochen, ich war halt auch, keine Ahnung, wo ich da hochgekommen bin, habe ich wahrscheinlich 70 Kilo gewogen auf 1,86 Meter halt, ne? Ja. Da war ich dann echt so ein schmächtiger Typ, der irgendwie schnell war. Was natürlich dann mein Glück war, weil ich so gewissen Zweikämpfen einfach aus dem Weg gehen konnte. Aber mir hat da schon relativ viel gefehlt, ne? Aber was natürlich mein Riesenvorteil war, ich war schnell und hatte einen wahnsinnig guten Schuss. Weswegen ich natürlich auch in gewisser Weise aufgefallen bin. Natürlich war mein Defensivverhalten eher so mittelmäßig. Yep. Und das war natürlich auch in gewisser Weise klar, ne? Wenn wir, also nicht A gegen B-Mannschaft gespielt haben und ich habe dann in der B-Mannschaft natürlich gegen rechts vorne Gerald Asamoah gespielt. Der hat mich am langen Arm verhungern lassen. Ne? Also der Ja, hat ja er seinen hat dich typischen mitgezogen. Move immer mit einer Hand so um den Ja. Gegner rum. Da hatte ich einfach gar keine Chance. Da bin ich Ja. dann 1 Meter weggeblieben, ne? Damit er sich nicht in mich reindrehen konnte. Aber da war ich ganz klar unterlegen. Hab dann auch die ersten, ich weiß gar nicht, 6 Spiele, glaube ich, auf der Bank gesessen, sollte auch zweimal eingewechselt werden. Aber dann haben wir beide Mal ein Tor geschossen, weswegen ich dann nicht mehr gekommen bin. Yep. Und habe mich dann auch schon Ende September mal wieder Ach, in verletzt. der ersten Saison schon? Ja, da war ich Schwer? von, ja, ich hatte Adduktorenprobleme, beide Seiten, als hätte mir einer 2 Backsteine da reingemacht. Aber mit Ich 20 konnte, Jahren? ja, ich hatte so ein Beckenschiefstand, ne? Also meine Wirbelsäule ist so ein bisschen schief gewesen oder ist immer noch schief, das wird ja auch nicht mehr gerade. Und dadurch ausgelöst halt diese Adduktorenprobleme, habe da echt einen wahnsinnigen Ärztemarathon hinter mich gebracht, weil ich dann wirklich von Ende September bis hin zur neuen Saison ausgefallen bin. Habe kein einziges Spiel mehr gemacht, kein einziges Training mehr gemacht. Die ganze Und Zeit Reha oder was? Boah, das ist so, boah, ja. ist das deprimierend, Alter. Ja, und war quasi weg vom Fenster. Und habe dann quasi die Saison drauf, wir haben ja dann mittlerweile einen Trainerwechsel erlebt bei Schalke, habe ich dann eine komplette Saison in der zweiten Mannschaft gespielt, damals dann Regionalliga, also sind aufgestiegen aus der Oberliga. Damals Regionalliga. Und wie war das da? Hab da, auch das war echt cool. Wir sind abgestiegen leider in dem Jahr. Mein einziger Abstieg war ärgerlich. Gerade letzter Spieltag irgendwie zu Hause 6-0 gegen Rot-Weiß Essen verloren. Wir haben immer in Wattenscheid gespielt und Essen irgendwie mit, ich weiß gar nicht, also Ja, die haben hat sich Fans, angefühlt ne? wie 100.000 Ja. Zuschauer, aber es waren auf jeden Fall irgendwie 6, 7, 8.000 Zuschauer da drin. Ich weiß gar nicht, ob das rechtens war, ob da so viel rein durften. Weil die sind, glaube ich, sogar Meister geworden in dem Jahr oder auf jeden Fall haben wir oben mitgespielt und wir sind abgestiegen dann mit dem 6-0. Aber ich habe eine ganz gute Runde gespielt. Also für mich persönlich, mal fernab davon, dass das als Mannschaft natürlich nicht gut war. Für mich persönlich war das schon dann relativ gut. Und wenn ich in der Chronologie richtig liege, kam darauf das Jahr dann Jupp Heynckes als Trainer und habe dann unter dem auch meine ersten Spiele gemacht. Ich glaube, du bist der, lass mich mal überlegen, ich glaube, du bist der erste Spieler oder Ex-Spieler, den wir da haben, der mal unter dem trainiert hat. Deswegen habe ich da mal eine Frage, weil wer Jupp Heynckes Meriten verdient als Trainer und Spieler, anormale Karriere, Pipapo, Titelhamster, bei Bayern München auch alles rasiert. Ich habe nur nicht ein Problem, aber ich habe mir, denke mir so, ich sehe den so und höre den so auf Pressekonferenzen und denke mir so, und der soll jetzt so einen hochdekorierten Profikader mit seiner Art zu reden irgendwie motivieren und fangen und so. Ich denke mir, also das will nicht in meinen Kopf. Oder hat der einfach so viel Fachwissen oder sagt oder gibt dir so viele Tipps, wo du merkst, das bringt was, dass das wieder wett ist, oder das ist nur meine An. Weißt du denn, was ich meine ungefähr? Ich weiß zu 100%, was du meinst. Okay. Und bei Schalke hat das Ganze ja auch nicht funktioniert, ne? Also Ja. der hat sich ja auch nicht lange dann bei uns gehalten.
Und für mich war das ein absolutes Rätsel, wie der dann danach zu Ne? Bayern München gekommen ist und dort einfach alles gewonnen hat Ja. und alle Leute so über den gesprochen haben. Also gar nicht, weil der nicht nett war oder weil der ein scheiß Trainer war oder sonst irgendwas, Ja. aber weil der gefühlt von Trainer Schalke zu Trainer Bayern München eine andere Person geworden ist. Also so dieses nah dran am Spieler und dieses Herzliche und Ja. ne, irgendwie so gefühlt der Der Papa, der Onkel. Genau, der Papa der Spieler, so das war bei Schalke halt einfach mal gar nicht. Also komplett überhaupt nicht. Der hat da echt die älteren Spieler reihenweise rasiert. Okay, krass. Und was ihm auch zum Verhängnis wurde, weil die dann quasi so einen Aufstand angezettelt haben. Und ich mich noch erinnere, ich war dann ja noch relativ jung Ja. zu der Zeit und saß dann in so einem riesen Besprechungsraum mit Rudi Assauer und der einfach nur reingekommen ist und gesagt hat, so, Krisensitzung, ne, wir stehen eh gerade schlecht da, mir ist zu Ohren gekommen, ihr wollt bei dem Trainer nicht mehr weiterspielen. Wer ist dafür, dass ich den Trainer rausschmeiße? Dann gab es von der Mehrheit auf jeden Fall Handzeichen. Ich habe immer so geguckt, was soll ich jetzt machen? Ich weiß es ja nicht. Ne? Ist das krass, ey. Und nach 10 Minuten ist er rausgegangen und hat gesagt, okay, dann schmeiße ich jetzt den Trainer raus. Ey, der ist, ey, was ist das für ein Typ, Alter? Und ja, dann hatten wir erstmal keinen Trainer. Und dann, Ja. wenn ich mich recht erinnere, hat, glaube ich, Marc Wilmots damals übernommen zu der Zeit. Können mich aber auch täuschen. Ja, Kann auch ich sein, gucke auch noch dass mal das kurz. Eddie Achterberg übernommen hat, der Co-Trainer. Also bei Schalke, wir hatten ja so viele Interimstrainer und Übergangstrainer und keine Ahnung, was für Trainer. Ja. Krank. Dementsprechend, Ey, du ja. hast. Ich sehe gerade hier bei Transfermarkt. Sag mal so, ich meine, Möller, Lincoln, wo du so selber gesagt hast, okay, das ist schon fast eine andere Sportart, was die hier machen, weil so wie die mit dem Ball umgehen, was die für ein Auge haben oder wie clever die sind. Wer war so der, wo du dachtest, mit dem zusammengespielt hast, wo du dachtest, okay, das ist So, krass. du hast ihn gerade schon genannt, Lincoln war völlig fernab von Gut und Böse. Also was der, ich meine, im Spiel haben wir es ja alle gesehen, ne, was der Ja. teilweise für Pässe geschlagen hat, für Freistöße geschossen und was er mit den Gegnern gemacht hat. Aber im Training, das war verrückt, wirklich. Also Ja. er hat No-Look-Pässe im Training gespielt. Habe ich irgendwo in einem Interview mal gesagt, die wären bei mir irgendwo im Berger See gelandet, hinterm Stadion. Ja. Also das war echt verrückt oder wen man natürlich in dem Atemzug auch nennen muss. In meinem letzten oder vorletzten Jahr Schalke habe ich ja mit Raúl auch noch zusammengespielt, Oh, beziehungsweise krass. eigentlich mehr trainiert als gespielt, Du hast weil den ich Senior noch nicht bin. miterlebt. Ja, wir haben, also ich erinnere mich, dass wir auf jeden Fall ein Pokalspiel, da war ich fit, zusammen noch gemacht haben gegen Nürnberg damals, Viertelfinale meine ich. Und ein paar Bundesligaspiele auch, aber halt viel trainiert. Und das war natürlich auch wirklich Wahnsinn, ne? Also der hat, ich weiß nicht, in dem Jahr bei uns so viele Lupfertore gemacht, wie ich in meinem ganzen Leben. Also Dieses das war echt verrückt, ne? Todesauge, Ja. Also was mich da halt wirklich beeindruckt hat, muss ich sagen, das war ja zu Magath-Zeiten, wo wirklich sehr hart trainiert wurde und ihm da immer so ein kleiner Bonus eingeräumt wurde, aber er den gar nicht angenommen hat. Ne? Also ach krass, der dann ihm hat gesagt wurde, mitgearbeitet. pass auf, du kannst hier fahren. Also der O-Ton war von dem Übersetzer, fahr nach Düsseldorf und geh mit deiner Frau einkaufen. Dann hat er gesagt, nee, Coach, ich ziehe das hier durch und hat wirklich mitgemacht und ist immer vorweggelaufen. Und wenn man dann überlegt, wie viele Champions League Tore der geschossen hat, also Champions League Tore mehr als unsere ganze Mannschaft Spiele, glaube ich, zu dem Ja. Zeitpunkt. Da muss man wirklich den Hut vorziehen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich in seiner Position hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Ja, natürlich nicht. Muss man ja auch ganz Ja, ey, offen du hast sagen. einfach, du hast, wie viel Magath-Vorbereitung hast du gemacht? Ne? Mit Sommer-Winterpause waren es 4 Stück, glaube ich. Und erzähl mal bitte. Also ist das Boah. geisteskrank? Zehrst du heute noch davon? Bringt das was? Ist das Steinzeit oder was ist deine Meinung? Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, das ist wirklich krank am Ende des Tages, was da passiert. Also, ich kann da Geschichten erzählen, die würden hier wahrscheinlich einen ganzen Abend füllen, mit Sachen, die
jetzt im Nachgang natürlich wahnsinnig lustig sind, Ja. die in der Situation aber so scheiße sind, dass du am liebsten ausrasten möchtest und nach Hause fahren und einfach nie mehr wiederkommen. Ja. Kannst du aber nicht, und sitzt dann da und denkst dir, ey, warum lassen erwachsene Menschen, gestandene Fußballer, Nationalspieler sich sowas gefallen? Also wir saßen nach dem Freiburg-Spiel, wir haben zu Hause 2-1 gegen Freiburg verloren. Da wurde uns das Spiel vom Vortag ohne Ton auf Leinwand angemacht. Der Raum wurde zugemacht. Alle Trainer sind rausgegangen und haben uns 90 Minuten in diesem Raum sitzen lassen, das Spiel gucken. Ohne Ton. Und ohne ein Wort sind wir rausgegangen und haben trainiert. Also alle volles Training, kein Auslaufen, keine Regeneration, alle volles Aber Mannschaftstraining. das ist irgendwie schon wieder geil. Das ist eine Message. Ja, das ist eine Message, da hätte ich gerne drauf verzichtet, weil als Trainer hätte ich cool gefunden, hätte er gesagt, pass auf, das und das war Kacke und das müssen wir dieses Mal besser machen. Ja. Anstatt irgendwie so erzieherisch, weißt du, da dich einfärchen zu lassen und jetzt guckt euch den Scheiß an, den ihr fabriziert habt. Aber da waren ganz viele Sachen dabei, also wo du wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlägst. Ne? Wir haben Spieler gehabt, die haben auf Socken oder auf Stutzen haben die Mannschaftstraining gemacht, weil die irgendwie einen dicken Zeh hatten und in Fußballschuhen nicht reingekommen sind. Haben die 11 gegen 11 im Schuppen, also ohne Fußballschuhe gemacht. Also da machst du dir gar kein Bild von. Ne? Also Und aber wenn du keiner die hat so, heute siehst, keiner konnte, also keiner konnte, hat sich getraut, was zu sagen. keiner. Also das ist ja das Verrückte. Ne? Wir hatten ja mit Christoph Metzelder, mit Raoul, mit Asamoah Bourdon, Ja. den Altintops. Wir hatten ja wirklich erfahrene Spieler, die auch was vorzuweisen hatten. Die haben alle da mitgezogen und mitgemacht. Und der Einzige, der mal rebelliert hat, war Rafinha noch Ja. zu der Zeit. Problem war halt auch, du wusstest ja um die Konsequenz. Ne? Also wir haben mal morgens einen Lauf gemacht auf dem Platz. Eine Stunde 10, glaube ich, Läufe einfach dauerhaft im Kreis, immer Wie, auf ohne Pfiff, Pause oder was? ohne Pause. Intervallläufe? Auf Pfiff, Eine Stunde schnell zehn. laufen. Ja, zwei Gruppen, also ne, die starten quasi gegenüberliegend, ne, und dann immer so auf Pfiff schnell laufen, wieder Pfiff langsam laufen und da gab es dann halt keine Zeitabstände, die gestoppt wurden, sondern einfach so, wie er Bock hatte. Ja. Und die Spieler, die überrundet wurden von der anderen Gruppe, mussten am Nachmittag das Gleiche nochmal machen. Das sind halt so Ey, das Sachen, ist doch wirklich. ja. Ey, ohne Das Spaß. ist ja, wie du schon sagst, das ist halt Steinzeit, ne? Ja. Das ist halt einfach nur präsentieren, so, ne? Wenn ihr nicht nach meiner Pfeife tanzt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann müsst ihr laufen, bis ihr kotzt. So. Aber Ne? auf dem Platz hat man sich so gedacht, ah, dafür haben wir die Scheiße gemacht. Oder war so, ey, ohne Spaß, das hätten wir auch anders hinbekommen. Also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich stand mal am Samstag beim Bundesligaspiel auf dem Platz und hatte Muskelkater und wusste nicht, also das Okay. kennst du ja, ne, so von Vorbereitungszeit und vielleicht auch mal Anfang der Woche, ne, wenn du so dienstags zweimal trainierst, aber dann fährst du natürlich Mittwoch schon wieder runter und Donnerstag ganz runter, Freitag Abschlusstraining und bist du Samstag fit. Aber da haben wir Donnerstag so eine kranke Einheit gemacht, dass ich am Samstag nicht wusste, wie ich spielen sollte. Das ist nicht Sinn der Sache auch. Nee, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Also, wie gesagt, da waren ganz viele Sachen. Ey, wir sind ins Trainingslager gefahren und wussten nicht, wie lange wir ins Trainingslager fahren. Du steigst im Bus ein und du hast nicht ein Mannschaftshotel, ne, also wo du hinfährst, sondern du steigst in den Bus und du weißt nicht, wo du gleich ankommst. Also, wir sind mal in Düsseldorf im Hotel gewesen, mal in Duisburg, mal in Aber Halver, mal in warum? Villabeck. Ja, das war, also ich persönlich, ich habe mir ja ganz viel, also ich hinterfrage halt ganz viele Sachen. Deswegen, das war die schwierigste Zeit in meinem Leben, weil ich so jemand bin, ich habe halt gerne einen Plan. Also ich bin Ja. sehr organisiert, ne? Und es gab auch keine Trainingspläne. Das heißt, du hast dann Wusstest nicht? dienstags zum Beispiel zweimal trainiert und du wusstest am Dienstag um 18 Uhr noch nicht, wie der Mittwoch aussieht. Geschweige denn der Donnerstag oder Rest der Woche. Das heißt, der ist hingegangen und hat gesagt, pass auf, Training ist vorbei. Dann gehen alle in die Kabine, duschen sich, machen, keine Ahnung, Physiotherapie, machen alles Mögliche, Massagen. Und irgendwann kommt ein Co-Trainer und schreibt eine Uhrzeit an die Tafel und dann weißt du, am nächsten Tag ist um 10 Uhr Training, um 11 Uhr Training oder erst um Aber 15 du Uhr weißt auch nicht, Training. was für Inhalte oder sonst irgendwas. Gar nichts, du weißt auch noch nicht mal wann. Also das ist wirklich, wir haben manchmal in der Kabine gesessen, ne, nach dem Vormittagstraining
Und da wusstest du nicht, hast du jetzt am Nachmittag frei, kannst nach Hause fahren oder musst du am Nachmittag nochmal Das trainieren. ist so eine Psychodiktatur. Also das ist wirklich, ich habe das immer gesagt, diese körperlichen Anstrengungen, die waren auf jeden Fall so krass wie bei keinem anderen Trainer, muss man einfach sagen. Ja. Wäre aber am Ende nicht das Problem gewesen, wenn das menschlich gewesen wäre, wenn da jemand gewesen wäre, der dir hätte das erklärt, warum das wichtig ist Ja. und der dir einen Plan gegeben hätte, ne? Aber am Ende war die Anstrengung für den Kopf noch um ein Vielfaches höher als für den Ja, Körper. Und ich ja. glaube, das ist eine toxische Mischung am Ende, wenn du gefühlt Kopf und Beine übersäuert sind, Aber 90% der erklär mir Zeit. wieder so eine Trainerkarriere. Also erstmal, erste Frage, die ich habe, ist, ich habe Felix Magath auch schon mal, ja, lachen möchte ich nicht sagen, aber schmunzeln sehen im Doppelpass. Und ich glaube, der, Einmal. ja, einmal, du kannst mir doch nicht erzählen, dass wenn so zwei, drei Spieler kommen und sagen so, wir haben einen dicken Zeh, ich komme nicht in den Schuh rein, und der sagt dann, ja, dann trainierst du halt auf dem Socken. Und dabei aber nicht zu lachen, finde ich fast schon krasser, eine krassere Leistung, als euch das alles machen zu lassen, was ihr da gemacht habt, weil du musst ja ernst bleiben bei der Scheiße. Ja. Der muss sich doch abends einen Wein reingestellt haben und sich gedacht haben, und keiner fragt warum. Die machen Die habe ich das. schön verarscht. Stunde 10. Ich habe selber, also ich, also wenn mir jemand sagen müsste, wenn mir jemand sagen würde, stell dich mal nur eine Stunde 10 hin und pfeif die ganze Zeit, da hätte ich schon keinen Bock drauf. Also das kann, eine Stunde 10 da stehen, das, und die Leute laufen lassen, das kann ja schon keinen Bock machen. Es sei denn, du bist wirklich ein Sadist. Abgesehen vom Laufen, Ja, aber das ist doch wirklich, wie konnte der so eine Karriere könnte hinlegen? sein. Sorry. Ja, ich glaube persönlich, dass das halt genau sein Ding war, ne? Halt mit Druck, mit Angst und also genau das ist ja auch ein Antreiber am Ende, ne? Also es ist ja auch Ja. nicht so, dass das von der Hand zu weisen ist, weil du hast ja jetzt in meinem Fall, was ich gerade erzählt habe, gesehen, keiner hat das hinterfragt, jeder hat das gemacht, weil du am Ende erfolgreich warst. So, und Ist der Schlüssel. Erfolg heiligt die Mittel, ne? Da Sagt ist man der ja so Schlüssel, schön. ja. Wir sind in der ersten Saison unter Felix Magath Vizemeister geworden. Ja. So, und dann lässt du das natürlich über dich ergehen, aber im zweiten Jahr kam dann dieser Bruch. Da bist du dann auf einmal Neunter oder Zehnter oder keine Ahnung wo, weil du halt einfach weißt, was kommt, ne? Also du weißt, da kommt ein Trainingslager, da wirst du Läufe dabei haben, da kotzt du einfach. Das Ja, weißt du schon vorher. ja. Und dann kotzt du schon vorher, weil du einfach keinen Bock hast, diese Ja, Läufe zu machen, ne? Und verständlich. irgendwann ist es dann wirklich so genug, dass ja der Mannschaftsrat sich da zusammengetan hat, zum Tönnies gefahren ist und gesagt hat, entweder der Trainer geht oder wir kommen halt morgen alle nicht mehr zum Training. Ja. Dann könnt ihr euch eine neue Mannschaft suchen. Und du hast wieder geguckt, was alle anderen machen, und dann mit der Mehrheit. Ja. Nee, ich war da ganz cool. Also da waren wir, also ich glaube, so einig war sich eine Mannschaft noch nie. Ich glaube, Ja. so ein paar junge Spieler, die davon profitiert haben, natürlich, dass die da reingeworfen wurden. Aber das war echt, also wirklich eine ganz verrückte Zeit. Also mit Stories noch und nöcher. Ja. Also wir haben Waldläufe gemacht, ne, so im Trainingslager, wo du so zum Wachwerden so einen lockeren Lauf machst, ne? Der war dann eine Stunde lang im krassen Tempo. Und dann hat uns der Mannschaftsbus in so ein Waldstück rausgelassen. Und dann sind wir diese Runde gelaufen und haben von Weitem diesen Bus gesehen. Jetzt rate, was passiert. Der ist losgefahren. Nee, Was noch denn? geiler. Wir laufen am Bus vorbei und laufen noch eine Runde. Also, du hast dieses Ziel schon vor Augen, weißt Und du? Alle sind kaputt. der sagt dann einfach ganz trocken, noch Gar einer. nichts, der läuft einfach. Wie? Beziehungsweise er ist hinten gelaufen und er hat den Reha-Trainer oder den Athletiktrainer dann vorweglaufen lassen und der läuft dann einfach weiter. Der läuft mit oder Aber das was? ist natürlich. Ja, der ist dann ganz hinten, der war, keine Ahnung, Kilometer hinter uns, ne? Er ist dann immer mitgelaufen. Der ist dann in den Bus gestiegen und wir kamen dann. Hast du den Also danach der ist noch dann mal, quasi. hast du den danach noch mal irgendwann getroffen und so, mal so, jetzt Felix, mal auf ein Bier. Was war denn da los, Alter? Jetzt mal Ja, unter ich habe uns. immer noch Angst. Ich habe immer noch Angst vor Ich dem, glaube auch, dass, ich glaube, sowas dass ich prägt. Liegestütze machen muss. Ja. Ehrlich. Also, ich habe ihn in der Tat einmal danach gesehen, Grand Élysée Hotel in Hamburg. Da saß ich in der Lobby, und dann kam er rein, hat einmal genickt und ist weitergegangen.
Also Das wir waren ist so scheinbar ein nicht die Babo, besten Alter. Freunde. Das ist so ein Babo. Ich will Felix Magath wäre für jeden Großfamilienclan absoluter Gewinn. Von der Autorität her. Weltklasse. Ey, ich merke gerade, wir haben, das ist ein richtig geiles Gespräch und wir haben uns auch schon gut verquatscht. Ich würde dich jetzt gerne festnageln, dass du irgendwann auf jeden Fall nochmal wiederkommst, ja? Sehr gerne, das mache ich auf jeden Fall. Okay, nice. Aber wir können natürlich die Leute jetzt auch nicht weglassen, ohne nochmal die Glanzstunde, also das Tor deines Lebens, möchte ich es mal nennen, uns einmal reinzuziehen. Hast du die Möglichkeit, bist du gerade vom Laptop? Oder hast du Ich so das? bin ja vom PC, vom Mac. Okay, top. Dann schicke ich dir jetzt gleich mal einen Link über den Discord. Und da müsstest du dann einmal. Intricate. Moment, dauert ein paar Sekündchen. Aber ich glaube, wir machen noch eine Ausgabe nur mit Magath Stories. Dann nochmal Nationalelf und Hannover. Ja, und danach drei Streams dürften wir es dann, glaube ich, geschafft haben. Nee, aber richtig geil. Ich hätte auch nicht gedacht, das ist ja selber Jahrgang und es ist eine wirklich ja, geile Story auch. So. Das habe ich hier. Patsch. So, wo ist der Link? Hier. Schicke ich dir auf den Discord und da hassen. Genau, da müsst ihr einmal drauf gehen auf den Watch Together Link und dann müsste sich ein Fenster auftun. Es gibt nicht, weißt du, ob es das in einer guten Quali gibt? Boah, gute Frage. Weil das ist ja schon wirklich auch ein bisschen her. Aber eigentlich müsste es zu der Zeit auch schon Videos gegeben haben, wo das in der vernünftigen Quali ist. Aber Fenster ist auf bei dir, ne? Fenster ist auf und Okay. Ich guck mal ganz kurz hier. Ja, Didi Hamann hat auch ein Tor im Wembley gemacht, aber das ist jetzt eher uninteressant. So. Also. Ich drücke auf Play und dann. Cricket Move, it's Lahm who found. Oh, what a shot, and that's So. Ich sag mal ein Strahl, ne? passed. Ist ein Ja. was zum Teufel? Hast du dir dabei gedacht, im vollen Wembley-Stadion, also war das das erste oder zweite Spiel? Das war mein erstes Länderspiel und das Eröffnungsspiel des neuen Wembley-Stadions quasi. Dein erstes Länderspiel. Was Also ist die. ich habe vorher, also meine Nationalmannschaftskarriere, da kannst du wirklich noch eine Serie drüber machen, weil Sehr ich gut. mit, ich weiß nicht, wie alt ich war, 2004, müsste ich rechnen, war ich schon mal nominiert für die Asienreise. Ja. Damals nach, weiß gar nicht, einer Halbserie Bundesliga, musste die aber verletzungsbedingt absagen. Dann kam Oliver Kahn Abschiedsspiel, da habe ich dann für die Nationalmannschaft mitgespielt. Dann kam dieses Flutopferspiel, was in Gelsenkirchen war, gegen diese Bundesliga Allstars. Da habe ich auch Ja. bei der Nationalmannschaft mitgespielt, waren aber beides keine offiziellen Spiele. Ja. Und habe quasi von meiner ersten Nominierung 2004 bis 2007 dann warten müssen, um mein erstes offizielles Spiel zu machen. Also Ja. auch ganz verrückt und kurios, deswegen wie meine ganze Karriere. Aber wie war das du da gedacht bei der Nominierung? Ja, Nominierung kam schon überraschend. Ich glaube, irgendwer hatte sich verletzt. Das heißt, ich bin auch dann auch als Nachrücker noch da reingerutscht. Egal. Aber ja, war cool, ne? Am Abend vorher hat der Jogi Löw dann mit mir gesprochen, hat gesagt, ich starte morgen und soll das genießen und habe ja lange genug Anlauf gebraucht, weil ich schon unter Klinsmann nominiert war, wo Jogi noch Co-Trainer war damals. Ja. Deswegen hat er diesen Weg dann auch verfolgt und ja. Wie ist denn der Spieler Yogi? Scheiße. Wie ist denn der Yogi? Ich glaube, du bist auch der erste Gast, den wir haben, der, glaube ich, unter Jogi Löw gespielt hat und auch Nationalmannschaft gespielt hat. Die anderen waren vorher oder U21. Ich meine, der hat auch dieses Ding, crazy Akzent. Aber ist der, würdest du sagen, der ist ein maximaler Fachmann als jemand, Ja, auf der. jeden Fall. Also der ist auf jeden Fall ein Fachmann, der weiß, wie er so eine Mannschaft auf- und einzustellen hat. Grundsätzlich glaube ich auch mit den Erfolgen, die er gefeiert hat, hat er sich auch gekrönt. Ich glaube, er hätte ein bisschen eher aufhören sollen. Yep.
Zenit war überschritten, aber ich kann da echt nichts Negatives sagen. Also ich war jetzt bei keinem großen Turnier dabei und weiß überhaupt nicht, wie das da ist, ne? Was da so für eine Atmosphäre auch ist. Aber so wie ich ihn kennengelernt habe, ja, also super Typ, genauso wie Hansi Flick, der war ja dann später Co-Trainer auch. Ja. Auch super Typ, haben, glaube ich, auch wahnsinnig gut zusammengepasst. Also da kann man nichts Negatives sagen. Aber wie, boah, scheiße, was wollte ich sagen? Wie waren denn theoretisch, warst du da, ich meine, das ist ein Jahr nach dem Sommermärchen. So, das ist ja so, das ist ja eine ganz kranke Zeit gewesen. Wie waren denn da, wie warst du vor der WM im eigenen Land, warst du da verletzt? Oder hast du dir ein bisschen Ja. Chancen ausgerechnet? Verletzt warst du? Ja, ich habe mich, lass mich kurz zurückrechnen, im April 2005 verletzt Ja. und habe 3 OPs später und 19 Monate später Nein. erst, ich weiß gar nicht, also ich will es gar nicht mehr auf die Kette kriegen, auf jeden Fall 19 Monate später müsste dann ja Ende 2006, glaube ich, ne? Ja. Aber Habe war ich erst mit am Ärzte, Becken gesehen. aber 3 Operationen ist doch bei keiner Verletzung normal. Ist das, war das, wurde da ein Fehler gemacht? Nee, ich habe mir ganz komplizierte Knieverletzungen. Ich hatte das hintere Kreuzband gerissen, ich habe mir das Innenband knöchernd ausgerissen und noch so ein Kniescheibenhalteband durchgerissen. Also das heißt, findest du sonst wirklich nur eigentlich bei Skiunfällen, ne, wo du dann runterfährst und überschlägst dich 4000 Mal. Okay. Also in der Komplexität war das schon verrückt. Bedeutete für mich, das eine hat so ein bisschen das andere gehindert zu heilen. Also mein Innenband, beziehungsweise Fremdeinwirkung. meine, ja, ich bin, also wenn du die Situation sehen würdest, du würdest die Hände über den Kopf zusammenschlagen, passiert einmal von 1 Million. Also da ist so ein 50-50-Ball, ich grätsch. Ich rutsche weiter damals in Andy Hinkel rein beim VfB Stuttgart Ja. und mein Bein rutscht so an seinem Knie hoch, verhedder mich so mit der Hacke in seiner Ferse und der fällt von oben drauf. Also wenn du das siehst, Also unglücklicher geht's nicht. völlig, nein, wirklich, völlig, also passiert einmal von 1 Million, soweit gehe ich. Und ja, also bin dann operiert worden am Innenband, die haben so einen Fadenanker in den Knochen gemacht und musste dann eigentlich für mein hinteres Kreuzband den Oberschenkel krass auftrainieren, was aber nicht ging aufgrund des Innenbandes. Boah, ist das Dann habe ich kompliziert, nach Alter. 9 Monaten den Anker wieder rausgekriegt. Eigentlich sollte der drin bleiben, der hat Probleme gemacht und das hat sich halt einfach alles gezogen, gezogen. Ja, und am Ende des Tages standen 19 Monate Pause und eine verpasste WM. Am Ende des Tages haben wir einfach bei der WM hinten links mit Marcel Jansen gespielt. Ja. So, und ich glaube, ich mache jetzt hier nicht den, den rückwärtigen Nostradamus, wenn ich sage, die Chancen da zu spielen, die wären da gewesen, ne? Ja, die wären auf jeden Fall da gewesen. Also insgeheim habe ich mir das natürlich auch so ein bisschen vorher ausgerechnet. Aber am Ende des Tages, du, alles so, wie es gekommen ist, das hat Sinn gemacht für mich. Das war cool. Das hat mich als Mensch und als Person wahnsinnig reifen lassen und das hat mir ganz viel gelehrt auch. Weswegen ich mir auch, also ich trauere derzeit nicht eine Sekunde hinterher, sondern bin wahnsinnig happy darüber, wie alles gekommen ist. Okay, das ist krass. Das ist auf jeden Fall. Du hast gemerkt, ich habe jetzt hier gerade das Video geändert, ne? Siehst du auch, Ja, ne? habe ich gesehen, ja. Ja, weil wir haben noch eine geilere Auflösung. Ich lasse das mal kurz laufen. So, erstes übleres Foul im Spiel, gibt dann auch die erste gelbe Karte für Joe Cole. Panda. Philipp Lahm. Christian Panda. Christian Panda! Was für ein Debüt für Deutschland! Sensation! Ey, ohne Spaß. Ich habe mir ein paar von deinen Tor des Monats reingezogen, also gefühlt. Und du machst einfach immer einen Kopf nach unten. Ey, wenn ich so ein Tor gemacht hätte, ohne Spaß, ich glaube, ich wäre von England Block gelaufen.
Die hätten auf jeden Fall 2 Minuten warten können, bis das Spiel wieder angepfiffen wird, wenn ich so eine Bude mache, Alter. Wie kann man da nicht ausrasten? Ich bin ja nicht so der Typ, wie diese Glaskastengeschichte, die ich erzählt habe. Ich bin nicht so der Typ, der so gerne im Mittelpunkt steht. Ja. Und nach so einem Tor weiß natürlich all eyes on me. Das war aber nie so mein Ding. Du schämst dich einfach für ein Jahrhunderttor. Was ist das? Ja, ich war so, weiß ich nicht. Mir war das immer unangenehm. Deswegen habe ich immer gesagt, Geisterspiele, das wäre meine Zeit gewesen. Also einfach nur purer Fußball. Keiner guckt zu. Da wäre ich, glaube ich, ganz groß gewesen. Also für mich war das immer so, nicht unangenehm, aber ich habe ja auch jetzt nicht die Tore am laufenden Band geschossen, dass ich jetzt hätte mir Gedanken machen müssen, wie sieht meine Choreografie aus dementsprechend. Ja, ja. Habe ich natürlich auch nichts im Petto, ne? Aber man hätte sich ja schon darauf einstellen können, weil man wusste, Linksverteidiger, Freistoßspezialist, wenn du ein Tor machst, ist die Wahrscheinlichkeit mit der linken Klebe ganz, ganz groß, dass es auch wirklich ein nices Tor wird. So. Ja, das stimmt. Aber es waren ja nicht so viele. Ne? Ja, aber ist egal. Aber wenn, dann waren sie schön. Wir gucken das. Ich gucke das nochmal jetzt. So, Panda von hinten. Panda. Patsch. Hitzelsberger. Philipp Lahm. So. Das ist ja auch wirklich eine ekelhaft ansatzlos, ne, was du da machst. Also mit so einer ganz seichten Ballannahme, den auch so ein bisschen drüber gleiten lassen über die Innenseite und direkt ausholen. Hast du vorher hingeguckt? War das einfach dieses, okay, das ist meine Range, von hier kann ich probieren? Oder? Ja, ich wusste, gut, dass du das Video erst ab da gestartet hast, weil ganz am Anfang des Spiels kommt ja noch eine Szene, da bin ich nämlich bös vernascht worden, was auch zu der Geschichte des Tores gehört, weil ich nichts mehr zu verlieren hatte. Ne? Also ich habe da echt defensiv nicht gut ausgesehen. Wer hat dich rund gemacht da? Dieser Richards oder Richardson, ich weiß nicht, Richards glaube ich, Rechtsverteidiger. Mika Richards? Ja, genau. Okay. Mein Manchester City Rechtsverteidiger. Ja, Mika Richards, ja. Der hat mich da böse ausgetanzt, dann Querpass und dann ist das Gegentor gefallen. Direkt nach, ich weiß nicht, paar Minuten. Also schlechter hätte es nicht anfangen können. Ja. Mein erstes Länderspiel nach so langer Zeit. Aber das hat so keine Rolle mehr gespielt, sondern für mich war einfach so Feuer frei. Ne? Also die Flucht nach vorn, was habe ich zu verlieren? Und ich glaube, wäre das nicht passiert, hätte ich da vielleicht auch gar nicht geschossen. Aber für mich war das so, boah, jetzt probierst du es halt. Weißt du was? Ich wusste natürlich, ich kann das. Aber du triffst den schon satt, ne? Das ist ja, der hat ja null Effet, ne? Ja. Komplett. Was das Krasse ist, was ich bei Leuten krass finde, zum Beispiel, kennst du noch Schnibbelmanni Bender? Ja, sicher. Bei dem zum Beispiel, weil Schnibbelmanni, ne? Aber dass jemand so einen satten Vollspannstoß hat, aber auch einen ganz fiesen, einen Innenseitenschnibbler, ist ja relativ selten. Aber den triffst du ja wirklich. Ich drück nochmal hier auf Play. Christian Panda! Patsch. Christian Panda! Was für ein Debüt für Deutschland! Aber ich will auch sehen, wie der dich vernascht. Oh ja. Entscheidend das Duell Richards gegen Panda. Entscheidend das Duell Richards gegen Panda, ja. Mika Richards gegen Christian Panda. Okay, gut. Das wäre heute so, da ist das Video stopp und alles so. Kennst du wie beim Basketball, wenn einer so einen Ankle-Breaker macht? Scheiße, Mann. Geil. Das ist so. Auch von mir ein herzliches Ferdinand und Richards. Mika Richards gegen Christian Panda. Der Engländer Sieger und die Chance für Frank Lampard. Okay, aber Torwart-Eck kommt auch noch dazu, ne? Ja, ach du, am Ende des Tages wäre auch noch einer da gewesen, der es hätte verteidigen können, aber da darf ich natürlich nicht so hingehen, also das da sagst du wirklich amateurhaft. Ja. Aber am Ende des Tages ist das so ein bisschen ja auch das Spiegelbild meiner Karriere, ne? Ups and Downs. Hui vorne Hui, ne? Das war so, ja. Ach Mann, ey. Nice. Ey, wir haben auf jeden Fall noch einiges zu bequatschen und es wäre mir auf jeden Fall, oder wäre uns auf jeden Fall auch eine Ehre, wenn ihr nochmal vorbeisteppen würdest. Und ich glaube, ich bin, glaube ich, 13., 14. Januar habe ich 2 Comedy-Auftritte in der Nähe von Münster.
Ich würde dich da mal anschreiben. Wenn du da irgendwie Zeit und Bock hast, würde ich dich gerne dazu einladen, falls du wirklich. Ja, voll gerne. Ja? Sehr gerne. Da bin ich auf jeden Fall am Start. Okay, nice. Dann suche ich das auf jeden Fall nochmal raus und schreibe dir rechtzeitig. Möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, auch im Namen unserer Community. Seid mir nicht böse, Leute. Wir haben mich jetzt über 2 Stunden schon gemacht. So lange war eigentlich gar nicht geplant. Die Fanfragen und Hannover und noch mehr Magath-Stories, bitte. Müssen wir auf jeden Fall dann alle aufs nächste Mal verschieben. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, war echt cool, war entspannt. Ich finde solche Formate ja cool, wo man einfach mal offen und frei reden kann. Ja. Hast du das mit Marin Pongracic mitbekommen eigentlich? Daher kenne ich auch dein Ach so. Format. Das war ja Okay, in aller gut. Munde. Ja, auf jeden Eben. Fall. Ach, Der hat dann krass. vielleicht ein bisschen zu frei Ja. Ja, der hat erzählt. halt einfach so wie unter Homies geredet und viele von den Medien sind halt gar nicht mehr gewohnt, dass die jüngere Generation halt anders redet als wir ein bisschen, so mit Digger und hast du nicht gesehen und ja, war halt ein bisschen. Ey, wo ich gerade sehe, meine Mutter schreibt gerade in den Chat, tolles Interview, Glück auf. Meine Mutter ist nämlich übelster Schalke-Fan, die ist da auch schon, die hat mir mal so Fotos geschickt, wie die mit Marc Wilmots und so Geil. steht, deswegen. Ey, Mama. Dann liebe Grüße an deine Mutter, die ist mir Ja. sehr sympathisch. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ja, mein Lieber, ich bedanke mich vielmals bei dir. Ich schreibe dir und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal hier wieder. Ja, sehr gerne. Sag mir Bescheid, ich bin da. Mach ich. Hau's rein, mein Lieber. Cool. Ciao, Schönen ciao. Abend. Ciao.